Hallo und willkommen zu dem neuen All-Random-Spiel. Ja, die haben mich wieder getrickt gestern in All-Random. Es ist unglaublich, Mann. Haben mich zum einzigen Eins, hat mich jemand da rausgefordert. Bin ich reingegangen, um Nee zu sagen. Und dann war es, uns fehlt aber noch der achte Mann. Zack, war ich wieder im Spiel. Es ist echt unglaublich. Aber ich habe ja vorgewarnt. Also, wenn die mich dazu zwingen, dann wird das auch gecastet danach. Ne? Also, machen wir das halt. So, also All-Random. Die waren alle im Discord, die Leute. Wir haben 2 gegen 2 All-Random und wir haben auch Random-Teams gemacht. Ich habe diesmal den Wärmel zugesprochen bekommen als Teampartner. Und aufpassen muss man, glaube ich, vor allem auf den Pete, weil der hat, glaube ich, mal Conqueror erreicht, hat er gesagt. Also der ist auf jeden Fall, glaube ich, der beste Spieler von allen. Das heißt also, wenn man das Pete-Team neben sich hat, das muss halt dafür sorgen, ihn den Tag zu verderben. Ja? Ansonsten werdet ihr von ihm einfach gegroffelstompt irgendwann, denke ich. Das war zumindest meine Überlegung zum Zeitpunkt. So, dann fangen wir mal an. Genau. Ja, also der Wärmel und ich, wir hatten uns überlegt, dass wir uns eine Ecke suchen, also wir waren da einig, glaube ich, in der Strategie, wo wir sagen, es geht gar nicht darum, dass wir eine super Startposition haben, es geht darum, dass wir eine sichere Position haben. Ja, weil das Spiel dadurch ja entschieden wird, dass ihr einfach im Grunde genommen nutzt, dass die anderen sich gegenseitig prügeln. Ja, und eigentlich die Ressourcen am Anfang im Vergleich zu dem, was ihr insgesamt in so einem Spiel sammelt, auch oft sehr wenig sind. Ne? Und von da suchen wir jetzt eine Ecke, wo kein anderer steht und fertig, so. Wir haben natürlich genau das Gegenteil dann gemacht von dem, was ich gerade gesagt habe. Und zwar haben wir eine Scheißstart, also wir haben eine gute Startposition. Ja, wir haben jetzt den See hier gesehen und wo haben wir gesagt, wir werden greedy und bauen es um diesen See. Wir waren glücklicherweise da oben und da unten, was ja eine traumhafte, wir sehen, dass das ein großer See ist und kein Mini-Fluss. Und jetzt war halt nur noch die Frage so ein bisschen, ob noch ein Gegner da irgendwo ist. Und dann bauen wir da. So, jetzt hat das Ganze ein paar Schönheitsfehler. Wenn ihr einen See nehmt, der hier ist, in dieser Area, ja, überlegt mal eine Sekunde, warum das ein Fehler ist, dass man da drumherum eine Base baut. Ja? Also zumindest, wenn man die Base jetzt hier baut und da unten baut. So, was ist der Schönheitsfehler in der Strategie? Denkt mal kurz eine Sekunde darüber nach. Ist uns natürlich auch erst später aufgefallen. Okay, ihr habt es wahrscheinlich richtig geraten. Ihr könnt halt niemals eine Handelsroute aufbauen, die irgendwie funktioniert. Ja? Das ist tatsächlich ein Problem bei dem Ding. Also wollt ihr die Handelsroute denn bauen? Also wenn ihr hier vorne steht und hier der See ist, ja, dann gibt es so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier unten irgendwo auf diesem Weg ein Gegner ist. Das ist schon mal keine Handelsroute. Und selbst wenn nicht, so außerhalb der Basis, aber ganz Lichtjahre außerhalb der Basis. Ihr könnt auch nicht von hier nach da oben handeln, weil das Schiff irgendwie 10 Goldstücke nur bringt. Und ihr könnt auch nicht bis hier ganz oben handeln, weil die sonst quer laufen, die Karawanen. Ihr könnt sonst nur eine Handelsroute bis zur Mitte irgendwie machen, dass ihr hier irgendwie ein Dings hinbaut und dann geht er da runter. Aber wer durch die Mitte eine Handelsroute baut, der kann sich ja gleich die Kugel geben. Also das ist wirklich eine absolut beschissene Position. So, ich weiß nicht, was der Walter White von mir wollte. Der wollte hier meinen Speer töten. Wer First Shot hat, gewinnt auch diesen Kampf normalerweise. Aber ist doch klar, dass wir dann Verstärkung von meinem Buddy ranholen und von mir selber. Und da verliert er jetzt einen seiner 3 Arbeiter durch diese Aktion. Plus, er hat natürlich einen Feind gemacht. Ne? Also echt versucht, da meinen Arbeiter zu töten. Also das sind so Moves, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ne? Also ein Drittel der Arbeitskraft einbüßen so eine Aktion bringt ja nichts. Selbst wenn er ihn getötet hätte, hätte es ja nichts gebracht. Weil also es gibt ja 8 Spieler im Spiel. Ja? Wenn ihr einen von den 8 schwächt auf eigene Kosten, dann habt ihr gar nichts davon, außer dass ihr euch selber auch geschwächt habt. Ne? Der Arbeiter ist ja dann noch nicht arbeiten gewesen, nicht scouten gewesen und hat weniger Lebenspunkte. Ah, da kommt was. Okay, so auf jeden Fall, jetzt bauen wir hier die Base hin, das meine ich hier vorne, ich bin England und hier unten haben wir den Rush-Spieler, der baut seine da unten hin und dann haben wir natürlich den See entsprechend. Das ist auf der einen Seite eine sichere Position, also da haben wir den Teil schon erfüllt von der Bedingung, kann man sagen, ne? Weil auf der rechten Seite haben wir halt Wasser, das heißt, die können von links kommen, der hat im Prinzip können von unten einer bei ihm jetzt hier kommen, ja. Die Wälder decken nochmal extra was ab und bei mir können sie eigentlich nur also von unten ist ja gedeckt, könnte man sagen, so von links bis Mitte oder so kommen, ja. Also schon so, dass das ein relativ sicherer Spot ist und es uns Einkommen gibt, ein hohes Einkommen am Anfang, was es ja nochmal ein Stück sicherer fürs Early gemacht. Also die Bedingung ist schon irgendwo erfüllt, aber die Handelsbedingung ist im Grunde genommen nicht erfüllt. Ja, dass er schon mal für die Zukunft vorausdenkt. So, wir können mal gucken, was die anderen anstellen. Ja, das wäre die Map gewesen. Da oben ist auch so ein komisches Dingy-Ding. Die anderen Teams. Genau, das da oben ist das Pete-Team. Ja? Die haben natürlich auch die gesamte Map-Hälfte für sich. Also da ist keiner da oben. Den gehört alles. Man kann das am Anfang tatsächlich gar nicht scouten. Oder war das einfach nur wieder Glück gewesen? Pete hat dieses Glück immer wieder. Das ist echt krass, Mann. Also ich spiele ja mit dem, habe ich jetzt, glaube ich, 3 Randoms gemacht. Also bei Pete hat man immer das Glück, dass man in der richtigen Ecke sitzt. Das habe ich einen Eindruck. Das ist wirklich sehr glücklich, das Hähnchen. Aber man kann es nicht sehen. Das ist wirklich Glück an der Stelle. Ne? Also man kann es wirklich nirgendwie erkennen, weil die zu wenig scouten, die Dorfbewohner. So, auf jeden Fall haben die beiden Gönner oben zusammen und denen gehört natürlich die gesamte Map-Hälfte. Das weiß natürlich noch keiner zum Zeitpunkt. Hier vorne, der Jackson, der gehört zu... Ach, ich weiß gar nicht mehr, zu wem der gehört hat. 4 zu blau.
Genau, also Jackson und Dee gehören zusammen. Jackson hat allerdings ein bisschen weit weg von Dee da gesiedelt. Wahrscheinlich, weil er eben die Bären gesehen hat und das Gold, und dann ist er greedy geworden. Vielleicht auch das Holz auch noch. Also hier sind ja alle Ressourcen, die er haben will. Aber er steht natürlich total mittig. Keine Flanke ist in irgendeiner Form geschützt und er hat das Wasser auch nicht direkt Zugriff da drauf. Also da steht er da sehr, sehr exponiert. Das würde ich zum Beispiel für einen, trotz dieser Ressourcen hätte ich ja gesagt, nein, weil ne, Early Game Ressourcen geben schon ein Stück Sicherheit, weil er schnell wachsen könnt. Die Frage ist halt nur, ob ihr das auch verteidigen könnt. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ich zum Beispiel habe den relativ früh gesehen und sage jetzt gleich, ich baue direkt Waffenknechte deshalb. Ne? Und von da ist das ein sehr, sehr gefährlicher Slot, sowas. Sein Partner ist dagegen da ganz unten irgendwo, auch wegen den Ressourcen da aufgestellt. Und die haben sogar da einen Turm. Das ist aber vom Dings, ne? Vom Gelben oder so. Ja, und da unten ist natürlich auch schon der zweite. Und das ist natürlich hier unten katastrophal für die, weil hier gibt es im Grunde genommen keine geilen Ressourcen hier im Süden. Aber es sind trotzdem zwei Teams schon hier unten. Und ein Teampartner da oben ist natürlich isoliert. Er ist ein bisschen besser aufgestellt, weil er kein Gegner ist. Aber das ist auch, wie gesagt, ein bisschen glücksabhängig immer. Aber es ist natürlich, also die beste Startposition hat wahrscheinlich das Team da oben, weil die eben die gesamte Map für sich haben, keinen Gegner weit und breit und hier noch nicht mal eine Mauer bauen müssen. Also auch das relativ sicher, easy absichern können, die ganze Ecke. Die können jetzt in Ruhe wachsen und für einen Conqueror, ehemaliger Conqueror-Spieler, ist das sicher ein traumhaftes Szenario. Ne? Unsere Position ist wahrscheinlich die zweitbeste, außer dass wir halt direkt einen vor der Ort hier vorne haben. Aber wir haben natürlich durch den See einen extrem guten Start und auch eine sichere Startposition. Aber wie gesagt, wir können ja keine Handelsroute aufbauen irgendwo. Das geht einfach nicht da. So, von daher haben Pete-Team nicht nur die stärksten Spieler, sondern auch die beste Startposition wahrscheinlich. Wie viel hätte man davon steuern können im All-Random? Ja, das ist jetzt immer die Frage, ne? Aber die meisten Leute machen halt solche Positionen wie hier, wo immer die Ressourcen im Vordergrund stehen. Ich verstehe das bis zum Stück weit auch, aber ne, haben wir ja auch hier gemacht, wenn man das Wasser dann nimmt. Aber ich glaube, Wasser, also wir wussten in dem Falle, dass zumindest das ein abgeschlossener See ist und die Seite deswegen relativ sicher ist und wir halt zu zweit ans Wasser gehen, um im Rohspieler ein besseres Holzeinkommen haben und deswegen auch das Wasser wahrscheinlich besser contesten können. Er hat ja Gold und Holz im Anfang in Massen, könnte man sagen, Rohspieler. Ne, sei es durch die Jagdhütte, sei es durch das Farmen das Töten der Tiere. Ne? Und da kann man das Wasser wahrscheinlich sehr viel härter contesten, als das jeder andere kann. Also und da war am Wasser zu bauen, in der Kombination, die wir hatten, glaube ich, ein sehr starker Start. Das denke ich zumindest nur. So, ansonsten, hier wird ein bisschen gejagt. Ich weiß nicht, was dieser Walter Whitehöfe für Probleme hat. Immer, wenn er mich gesehen hat, hat er Rechtsklick gemacht. Sei es der Arbeiter, sei es der Späher. Das sind doch Aktionen, die keinen Sinn machen. Also, er läuft mir jetzt in der Herstadt. Ne? Also, genau, warum? Versteht das nicht. Und natürlich war er auch auf meiner Killliste danach. Ist ja klar, ne? Gefroren sein, dass er eine Basis nicht gefunden hat. Also, komisch, komisch, komisch. So, aber jetzt vom Wirtschaftswachstum. Wir können mal gucken, ob es ein bisschen angezeigt wird. Ja, Pete hat natürlich wieder jeden abgehangen. Wie gesagt, da merkt man schon den Unterschied. Der Rest ist, glaube ich, überall so ein bisschen im Rahmen. Aber wir müssten gleich schon wachsen, weil wir eben, wie gesagt, hier diese Häfen am Laufen haben. Und das ist ja doppelte Produktion. Turm des Sieges. Gogo-Sieger. Ja, also man sieht schon deutlich, dass da doch ein Unterschied ist. Wir haben ja alle ähnliche Anfangsbedingungen. Das ist schon sehr unangenehm. Weiß gar nicht, wer ist denn Zweiter? Ich bin dann Zweiter hinterher. Das liegt aber nur im Wasser, nicht am Skill. Und Walter White ist das hinterher als Dritter dann, ne? Genau. Also der Agro-Spieler da unten. So, da wurde was entdeckt. Das war ich, genau. Ich habe den Pete entdeckt. Da weiß ich noch, wie ich da den Wärmel gesagt habe, hör mal, die sind da oben und wahrscheinlich auch alleine. Ja, also wir hatten ja schon die Teams entdeckt, ne? Wie seht ihr hier, eins, also ein Team, zwei Teams, das dritte Team und jetzt haben wir das vierte entdeckt. Und da war mir schon fast klar, dass in der Nähe sein Buddy ist. Das heißt also, wir wussten, dass die gesamte linke Map-Hälfte und die gesamte obere Map-Hälfte, also fast, also ne, ein Riesenteil der Map, dass das dem stärksten Team gehört, wussten wir zu dem Zeitpunkt. Habe ich dem Wärmel so kommuniziert auch. Wahrscheinlich wäre das der richtige Zeitpunkt gewesen zu sagen, wir gehen hin und ja, die Punkte gehen hier ab. Ich hole ein bisschen auf. Das wäre wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt gewesen zu sagen, lass mal mit den anderen reden. Also Diplomatie wurde nicht ausgeschlossen, ne? Und zumindest hat mir das dann keiner gesagt. Mit den anderen zu reden und zu sagen, hör mal, das stärkste Team hat die stärkste Position. Lass uns dann mal nicht alle selber ins Knie schießen, sondern bitte die erst ausrotten, bevor wir weitermachen. Also ich bin nicht ganz sicher, also ich spiele das ja nur mit denen, wenn die mich immer dazu fragen und die geben die so ein Regelset vor. Von daher denke ich schon, dass das erlaubt ist. Und das muss man dann wahrscheinlich auch machen, denke ich. Ne? So leid mir das ja tut für den armen Pete. Aber das sollte man, glaube ich, nicht tolerieren, was da oben ist.
Das ist einfach Käse. Weil es gibt hier unten wahrscheinlich jede Menge Kriege. Also ich wollte nicht wahrscheinlich sagen. Also mein Ziel war, wir haben gesagt, dass wir den direkt ausrotten, weil das einfach zu nah an, also für Gemütlichkeit zu nah an der Base ist. Ne? Und der in meinem Gold dann herarbeitet. Hat er schon angefangen sogar. Ne? Und von daher war das eigentlich ziemlich deutlich, dass der da weg musste. Ja, also das war völlig klar. Das lässt sich auch nicht anders kommunizieren. Und da unten, die werden wahrscheinlich eine ähnliche Sachen haben aufgrund ihrer Anfangsstartposition. Ne? Und das heißt, alle kämpfen, obwohl die stärkste Position haben und die stärksten Spieler. Also von da ist das, glaube ich, im Moment ein Szenario, was knallhart gegen die Wand gefahren wird, aber auch so ein bisschen Selbstläufer dann ist. Ne? Also, wie lässt sich das denn verhindern? Also, ihr müsst euren unmittelbaren Nachbarn, der euch so auf die Pelle rückt wie der Action hier, das ist ja völlig dreist, seine Base zu bauen. Ich weiß, die Entschuldigung ist, er hat mich nicht gesehen, das ist ja nicht mein Problem. Also, ne, das geht halt nicht. Das muss man einfach lösen, das Problem. Und das machen wir jetzt gleich auch. Also, ich mache jetzt hier Waffenknechte. Hab das auch wieder klar kommuniziert. Ne? Waffenknechte spammen. Ich mache auch die Ramböcke, habe ich gesagt. Und mein Spieler soll das dann supporten, womit er eben denkt, dass es gut ist. Und parallel bauen wir natürlich die Bötchen. Naja, Handel auf dem Mini-Wasser lohnt sich übrigens nicht. Ja, ich weiß noch, wie ich jetzt zu dem Moment auch überlegt habe, ein bisschen. Na, was mache ich denn jetzt eigentlich wegen der Handelsroute? Also ohne Handel funktioniert das, glaube ich, selten in diesem Game-Modus. Aber wo wollt ihr hier eine Handelsroute aufstellen? Eine Lösung wäre, die alle im Süden auszurotten und dann die südliche Route zu haben. Aber das ist ja keine Option, weil das alle sind. Bis auf das Team im Norden. Und genau das wollen wir halt nicht ignorieren. Ne? Also ich habe dann. Wir gucken gleich mal rein. Aber ihr könnt an der Stelle, glaube ich, dann nur sagen, wenn ihr keine sichere Handelsroute habt, könnt ihr nur eine Handelsroute machen, die hoffentlich unsichtbar für den Gegner ist. Ne? Das war dann meine nächste Überlegung. Aber ob das funktioniert, wir gucken es gleich mal. So, soweit zu dem Bötchen. Wir können mal gucken, was der Rest anstellt. Ja, also ich habe mich übrigens gegen diese ganze Farmgeschichte entschieden, die England normalerweise macht, weil ich persönlich denke, dass der See massiv stärker ist. Das habe ich auch bei den Pro schon gesehen, dass sie da so spielen. Ne? Ihr stellt halt einfach mit jedem Boden extra Arbeiter her. Und selbst wenn die Farmen preiswerter sind und einen Bonus haben, ist das kein Vorteil im Vergleich zu den Fischerbooten. Also Fischerboote, und man sieht es glaube ich auch in den Punktzahlen. Ne? Was sind der andere Engländer da oben? Der macht das ja mit den Farmen jetzt hier zum Beispiel. Wo noch keine gebaut hat, der baut die wahrscheinlich gleich. Können wir nachher nochmal reingucken, ne? Aber ich denke schon, dass die Schiffe massiv besser sind. Ihr seht ja, ich bin hier die zweitstärkste Wirtschaft und das liegt sicher nur in den Schiffen. Warum Pete die erste stärkste Wirtschaft ist, kann natürlich keiner erklären. Das liegt wohl höchstwahrscheinlich daran, dass der halt sein Bild perfekt runterrattert und wie gesagt eben sehr hohen Skill hat, ne? Also, wenn wir denken, dass wir zwei Spieler am Wasser haben, dann sollte Pete ohne Wasser nicht mehr Punkte haben als wir, ja? Ganz klar gesagt. Ja, also hier ist der Russspieler am Wasser, hier bin ich am Wasser. Und also wenn ich mit dem Wasser so gerade mithalten kann bei Pete, das ist, glaube ich, Zeug hat Zeug davon, wie gut er spielt. So, ich bin jetzt zwischendurch mal raiden gegangen mit drei Waffenknechten, damit er einfach nicht zu stark wird, habe ich mir gedacht. Ich habe tatsächlich mit mir gehadert, wann ich angreifen will, das Raiden machen möchte. Gehadert deshalb, weil wenn ihr früh angreift, baut er auch früh Defense und sein Buddy kommt dann hoch. Auf der anderen Seite, wenn ihr früh angreift, naja, dann wird er halt nicht stark genug, um diese Defense aufzubauen. Und da war ich da. Das ist witzig da unten, da war übrigens ein Dings drin, das habe ich nicht gewusst. Also man sieht ja mit denen nichts. Der hat die halt da reingebaut, weil er. Also ich hab gewusst, dass es zu wenig Arbeiter da oben waren. Ich habe die Arbeiter gesucht, aber ich hätte niemals gedacht, dass er da eine Farm hingebaut hat. Jetzt habe ich sie tatsächlich entdeckt. War Angriffsbewegung, ich wollte irgendwas anderes machen dann. Also ich habe die Arbeiter da oben gezählt, mir waren das zu wenige, deswegen habe ich halt was gesucht, wo der Rest ist. Da war kein Gold nirgends, sowas, den dachte ich erst Steine, aber er hat eine Farm halt da reingebaut, hier. Und hat die jetzt verlassen. Genau, und damit ist im Prinzip das Team nicht raus. Ja, der kann ja hier oben, hat er ja seinen zweiten Dings da und kann hier ein neues Haupthaus hochbauen, wenn er genug Ressourcen hat. Also sind ja gut dabei. Und gleichzeitig wird er hier gedrückt von dem Gelben. Also der gelbe Turm sollte da auch nicht stehen normalerweise. Ne? Also das ist ja, der blaue kann da schon aushelfen, denke ich. Macht ein bisschen langsam den Aufbau. Er hätte ja jetzt eigentlich statt dem Aufbau nur Waffenknechte bauen können aus dem ersten Zeitalter, um den Turm abzureißen oder die Burgen zu töten. Also das Hochgehen jetzt, bevor die Bedrohung gelöst ist, war vielleicht auch ein bisschen risky. Genau, und ihr seht schon, die werden jetzt da unten, werden die halt eben von zwei Teams jetzt gepusht, könnte man sagen. Und von da war das halt keine gute Startposition, ja. Die sind halt hauptsächlich deswegen schwach, weil sie von zwei gepusht werden, aber auch eben, weil das hier zu exponiert war für meinen persönlichen Geschmack. Das kann man halt jetzt nicht zumauern oder irgendwas. Das ist ja wie will ich das zumauern? Das ist ja alles auf ringsherum, ne? Also ihr braucht da schon einen Rücken. Also hätte er vielleicht, sagen wir mal, von Anfang an da unten gebaut, wo er steht, hier, ne? Hier Palisade hin, hier ist ja links und rechts ein Wald. Palisade hin, wäre sofort zu gewesen, hätten die nur noch links verteidigen müssen. Und dann wären alle Probleme gelöst gewesen. Also das als Anfangsstartposition wäre wahrscheinlich besser gewesen. Klar, ihr wisst nicht, dass er der Gegner ist, bla bla bla, ne? Und ihr braucht ja auch ein paar Ressourcen. Aber es ändert nichts daran, dass eine sichere Startposition das A und O, glaube ich, hier ist.
Ihr gewinnt nicht, wenn ihr am Anfang verliert. Ne? Ganz dumm gesagt. Ich habe hier mal einen Defense-Turm gebaut im Norden. Vielleicht ein bisschen übertrieben, hier auch. Ne? Zwei Stück ausgebaut. War vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich wollte wirklich nur überleben. Das war alles, was ich wollte. Und Pete provoziert, der holt sich einfach mal die heilige Stätte. Gibt nur eine auf der Map, also wer die hat, gewinnt das Spiel. Ja. Spielerpunktzahl. Na, ich hab Pete abgehangen. Da hast du es, Conqueror-Spieler. Aber wie gesagt, ich habe den See, also das zählt, glaube ich, nicht. Ohne See wäre ich wahrscheinlich massiv darunter. Okay. So. Ist immer noch hier am Bauen. Ja, wirklich eingerissen. Also, ich habe wahrscheinlich zu viele Truppen gebaut dafür. Also, ich hätte mir öfter angucken müssen, wie viele Truppen Leute da stehen. Und wenn ich das da sehe, ist klar, dass es im Grunde genommen aufgegeben hat, die Base. Ne? Also, hätte ich jetzt einen Rammburg gebaut und ich baue jetzt zwei oder drei Rammbrücke, das ist völlig übertrieben teuer. Ne? Also, hätte ich einen Rammburg gebaut, wäre wahrscheinlich, hätte man das auch eingerissen. Also, das habe ich falsch eingeschätzt, die Lage. Ich meine, ich habe es ja sogar gesehen, weil ich da einen Turm habe, der das aufdeckt. Ne? Also, völliger Käse, weil ich das spiele. Das nennt man Brain of Car spielen dann. Zweiten Hafen gebaut, damit die Schiffe hier nicht immer die lange Route fahren müssen, sondern auch eine kurze Route bekommen. Ja, Palisadenprojekt wird gebaut. Ursprünglich hatten wir überlegt, dass eigentlich der Rush-Spieler die baut, weil er die besseren hat. Aber aufgrund von Zeit- und Materialsachen, die jetzt sind, habe ich gesagt, ich baue die einfach schnell, damit das einmal sicher ist. Naja, mein Werkpalast, klar, die werden gepusht, ne? Von daher ist das eine gute Lösung hier gewesen. Ich hätte ihn wahrscheinlich einen weiter südlich gebaut, damit da noch Farmen hinpassen, sicheren Areas. Aber wirtschaftlich gesehen hat das Team natürlich jetzt hier die Arschkarte, ne? Also kann nach links nicht expandieren, verliert da im Norden jetzt ein Towncenter sogar, rechts ist die Wand, da kann man auch nicht expandieren. Also das hat leider gar keine Chance aufgrund ihrer Position. Genau, wir greifen jetzt hier an, ne? Der Rotspieler hilft mal mit seinen Pferdchen. Wenn Ramböcke holen, ist das Haupthaus und dann ist er einfach weg, da ist, glaube ich, hier. Ja, ich meine, nur ein Außenposten, um das zu supporten. Ich habe echt gedacht, da kommt irgendwas nachher, dass der blaue Spieler mal hilft. Aber die haben das tatsächlich aufgegeben gehabt. Ne? Von da haben wir auch überinvestiert an der Stelle. Und das geht natürlich im Wirtschaftswachstum weg, das haben die da oben nicht. Ne? Aber wo da oben, wo wir gerade bei Größen wahnsinnig sind, Pete tut einfach mal die Map abriegeln. Ich meine, die ganze Map riegelt der ab. Aber wenn, dann bitte doch, dass man das Gold mitnimmt und das Relikt. Also hat das nicht kurz so gebaut. Also das sind ja noch schöne Sachen. Die hätte ich schon noch mitgenommen an seiner Stelle. Naja. Also der macht auf jeden Fall die Map zu, um ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Also bereitet sich da aufs Late Game vor. Ich finde persönlich, wenn man jetzt weiß, das müssen wir ja zu dem Zeitpunkt auch wissen, genau, dass die da oben alles für sich haben, müsste eigentlich jetzt schon die Handelsroute bei ihnen hochgehen. Ne? Das finde ich extrem wichtig. Sehe ich aber noch nicht. Also die können ja, spricht ja nichts dagegen. Also die wissen, dass die linke Spielfeldhälfte denen gehört. Die wissen, dass wir rechts sind. Die wissen, dass wir uns bekämpfen. Warum nicht hier und da oben jetzt einen Marktplatz bauen und die Handelsroute schon aktivieren links. Selbst wenn die zerstört wird, bis dahin hatte ja mehrfach ihre Kosten wieder eingespielt. Also ich würde jetzt ganz massiv hier den Handel ausbauen oder meinetwegen auch da oben ausbauen. Ich würde hier links würde ich eher plädieren, obwohl hier oben auch okay wäre, weil man nur diese Eingänge hier sichern muss, die zwei. Das wäre tatsächlich auch nicht so teuer gewesen, aber es ist näher am Gegner. Ja, aus meiner Sicht kommt der Handel massiv zu spät, aber bei allen Teams. Klar, die im Süden können das nicht machen, weil die alle gegeneinander kämpfen, ne? Unter sich. Und wir waren ja auch gerade im Kampf, von da, ne, hat das natürlich auch den Handel gekostet. Aber im Norden gibt es eigentlich keine Entschuldigung dafür. Die müssten den Handel lange, lange aufbauen schon. So, mein Mitspieler holt die ganzen Relikte. Ich habe auch gesagt, ich hole keine, kann die gerne alle holen. Ne? Er kann ja ein Pferdchen schneller holen. Und dann auch die Boni nachher dafür freischalten. Muss ja nicht jeder den Schollenzehnt machen. Das ist ja auch nur 500 Gold. Warum sollen zwei Spieler ausgeben? Ist ja dumm. Also, wenn er das alles holen kann und schnell, soll er das gerne machen. Genau, hier, so meine ich das, ne? Das Gold hinter die Dings packen und nicht die Palisade davor und das Gold dann außerhalb. Ihr wollt ja schützen, die Arbeit, die das Gold hacken, ne? Und da finde ich es halt hier, dass er das da zum Beispiel gemacht, aber hier unten aus irgendeinem Grund nicht, ne? Das Relikt nicht gemacht, das andere Gold nicht gemacht. Das sind halt ein Haufen Ressourcen, die er einfach draußen liegen lässt. Das muss nicht sein. Der war ja weit genug weg, der Gegner, den ihr nie gesehen. So, ab nach oben. Ich wollte einfach mal zur Mitte gehen, das neutralisieren da, weil, also, erstmal ist heiliger Sieg, ne? Das muss man natürlich nicht haben. Und da stehen auch schon ein paar Engländer. Und dann ist natürlich Piep das Gold, das wollte ich auch nicht, dass er das hat. Ist im Großen und Ganzen nicht viel, ne? Ein Topf mit heißen Stein, aber warum ihm geben? Das mit den Waffenknechten verstehe, mit den Dingern verstehe ich nicht. Also die können eine recht kleine Armee schon bekämpfen, ich bin nahe meiner Base. Die Bogenschützen werden eigentlich von jedem zerstört, außer da kommen jetzt drei Speere lang. Und die können halt auch nicht in ihre Base zurückgehen, weil die da ganz oben am Bildschirmrand ist. Also die sind eigentlich auf Selbstmordtour gewesen. Die haben hohe Wahrscheinlichkeit, alles zu besiegen, was kommt und können im Notfall trotzdem noch weggehen, weil da direkt die Base hier vorne ist.
So, wir bauen jetzt zwei Palisaden, die gute und die schlechte. Aber ist ja egal, also je dicker, desto besser. Ne? Das kann man schon machen. Das ist einfach eine Zeitfrage. Ich wusste ja nicht, wann er das hochkriegt. Hab auch gesagt, dass ich baue, aber es tut ja nicht weh, wenn wir es zweimal bauen. Sicherheit ist wirklich das A und O im Early Game aus meiner Sicht. Es gibt nichts Wichtigeres. Speer. Hey, unten, die kriegen kein Wachstum so hin. Und der Engländer hier, die wollen auch dagegen kämpfen. Aber sie kriegen natürlich so auch kein Wachstum hin, ne, wenn man stark auf Militär geht. Das ist durchaus ein Problem hier. Sagt denn die Punkte bei denen? Oh, Pete hat 1000 Punkte mehr, so manch einer. Naja, also die haben zusammen weniger Punkte als Pete alleine, das blaue türkise Team. Was ja auch nicht verwundert aufgrund der Situation, ne? Also das spricht schon sehr deutliche Sprache hier, das Ganze. Sehr deutlich. So, ja, währenddessen bauen wir unsere Defense aus und sichern, wie ihr seht, alle Ressourcen ab. Das macht der Wärme hervorragend. Ne? Er hat jetzt vier Goldlager, umzingelt damit. Er hätte das ja auch bauen können wie Peter hinten und das Gold dann außen vor lassen, komplett und alle Ressourcen. Hat er aber nicht gemacht. Also finde ich wirklich Conqueror-Spieler geschlagen in der Stelle. Ja? So ist nicht böse gemeint, Pete, falls du das hörst. Aber das ist ja wirklich, ne? Also die Mauer sollte schon dafür da sein, um Ressourcen abzusichern. Ne? Sonst macht die ja keinen Sinn. Ressourcen und Arbeiter abzusichern. Tor. Das habe ich zu spät gebaut, weil die Schubkarre muss eigentlich viel, viel früher kommen. Wie gesagt, ich spiele halt eigentlich gar nicht im Moment, ne? Und von daher kommt da auch nichts und England sowieso nicht. Aber das hätte natürlich gigantisch viel früher kommen müssen. Bitten. Habe zu wenig Produktionsanlagen für meinen Geschmack. Dorfzentrum. Ja, kann man jetzt noch bauen. Muss man jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr bauen. Ich hätte auch das Defense-Gebäude bauen können wahrscheinlich, aber das gibt nochmal einen Wirtschaftsboost und gerade pusht ja keiner. Und wir waren uns ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es wussten, dass sie da unten kämpfen. Vielleicht in den droppenden Punkten oder sowas hat man das gesehen, an dem Wachstum. Oder vielleicht, wenn man einen Speer hatten. Also wir waren uns bewusst, dass sie da unten kämpfen. Ich weiß ja noch nicht mehr, woher. Oder weil die im Chat geflamed haben, ich weiß es nicht mehr. Also das war, glaube ich, keine News für uns da unten. Was mich halt wirklich immer noch stört, ist halt, dass sie da oben einfach machen können, was sie wollen, ne? Das Einzige, was uns, glaube ich, das Leben rettet, ist halt, dass die vom Makro das total vergeigen mit der Handelsroute. Also mir ist ein absolutes Rätsel, warum die noch nicht eine funktionierende Handelsroute haben oder warum Pete mitten in die Handelsroute ein Gebäude baut, die potenziell da durchfahren sollte. Ne? Also ich glaube, dass das wirklich vom Team Makro eine Riesenkatastrophe ist. Wie gesagt, wir sind immer noch hier so im Center, bauen die Defense auf, weil wir einfach nicht wissen, wann der nächste Angriff kommt, der Großangriff. Aber sie sind hier am Bildschirmrand und wissen, dass wir hier unten untereinander käbbeln müssen. Also von daher habe ich da oben für Nichthandel kein Verständnis. Hier unten würde ich keinem der Teams Handel derzeit empfehlen. Wir könnten es allerdings jetzt schon langsam aufbauen. Ich glaube, ich mache das sogar gerade. Genau. Es kommt jetzt ein bisschen zeitlich unpraktisch, dass er die Mauer da baut. Und zwar habe ich gesagt, okay, jede Handelsroute, die wir machen, ist scheiße. Jede, ja. Da unten können wir nicht hin und alles. Die beste, die wir haben können, ist zumindest, wenn wir jetzt hier von da bis hier unten eine Handelsroute ziehen, dass sie so läuft, wie der Mauscursor gerade geht, ja. Das ist noch die lukrativste, die wir hinbekommen. Ist aber eine unsichere, habe ich gesagt. Das heißt, die wird wahrscheinlich irgendwann getötet. Und damit die halt nicht einfach von einem kleinen Raider getötet wird, habe ich gesagt, ich baue jetzt hier ein Wahrzeichen hin. Ist eh besser, wenn die Map verteilt, dass alle in die gleiche Base zu bauen, Sicherheitsgründen. Ich baue dann Wahrzeichen hin und gleich nochmal ein, zwei Burgen hier, ne? Um die Route zu schützen. Aber es ist natürlich der helle Wahnsinn, ne? Aber wenn nur einer angreift und es auch nur Raider sind, sagen wir ein paar Reiter, weil Pete macht das besonders gerne, ne? Einfach eine Gruppe Ritter nehmen und dann alles kaputt machen, was nicht nagelfest ist, dann kann man natürlich die hart dafür bestrafen und die einfach wieder nachbauen, die Dudes. Aber es ist nicht perfekt, also es ist auf jeden Fall eine Riesenkatastrophe, die Handelsroute, ja? Da braucht man gar nicht drüber diskutieren, da bin ich eurer Meinung. Ist ein Riesendrama. Und ihr seht ja halt, wie aggressiv die hier im Norden werden, ne? Die bauen jetzt ihre Sachen an meinen Wahrzeichen. Da gab es Diskussionen her drüber, der wollte das, glaube ich, nicht so sehen wie ich. Aber ich habe das Wahrzeichen ja zuerst fertig, von daher ist er aggressiv. Und von daher Kriegsgrund, ganz klar. Ja, baut er einen Marktplatz. Warum soll da ein Marktplatz hin? Also da gibt es mehrere Regeln. Erstmal den Marktplatz, den baut ihr. Also ihr wollt hier die Handelsroute hochziehen. Nee, das sind meine Marktplätze, so macht es mehr Sinn. Genau. Ne, weil das wird jetzt die Handelsroute. Ich wollte sagen, wenn er da einen hinbaut, die Grundregel ist, baut den Marktplatz niemals an die Mauer, damit die, wenn jemand an die Mauer geht, nicht über die Mauer den Marktplatz sieht. Ja, er wollte das immer noch unsichtbar haben. Dass er zumindest die Mauer einreißen muss, bevor er weiß, dass er da einen Handel erreichen würde. Dann hat er hier oben, baut er ein Mauernetzwerk. Sehr schön, hat er eingezingelt. Auch gut für die Belagerungsmaschinen. Das ist eine super geile Defense-Position hier oben, könnte man sagen. Ja. Da wird jetzt nichts mit der Mauer, mein Freund.
Das Projekt ist gestorben. Okay, hier unten geht's los. Das linke Team pusht jetzt das rechtsuntere Team. Ja, ist jetzt, glaube ich, selbst erklären, die sind zu stark, dass das was passiert. Allerdings haben die das ohne Rambock gemacht. Also mit der Fackel geht natürlich auch. Ich persönlich bin Freund vom Rambock, nehmen wir das schon durch. Ja, genau. Und das eigentlich, die haben auch keine Armee, wie ihr seht. Ne? Nur ein paar Pferdchen gegen Ritter, das geht gar nicht. Die sind halt vom Wirtschaftswachstum waren nicht so gehemmt aufgrund der Position, weil wir das erste Haupthaus eingerissen haben da oben, dass sie keine Chance hatten in der Defense. Aber es heißt halt jetzt, ein Team ist tot, das andere hat heftig in Wirtschaft investiert, in Militär investiert. Und wir haben ein bisschen in Militär investiert und sehr viel in unsere Defense. Und die haben nur in Wirtschaft oben investiert. Und entsprechend wird wahrscheinlich die Punktzahlen jetzt auch hier sein, ne? Genau, fast 6000 Punkte. Was hast du denn dein Partner? Lila Götzfried. Also zusammen kommen sie auf, was wird das sein? So 9500, ist das richtig? Unser Team kommt auf 9000, also knapp dahinter. Ja, und das Team, was heftig in Militär investiert hat, ne, die kommen so auf 6700. Und das Team ist natürlich tot, das andere. Also man merkt schon, man merkt auf jeden Fall diese Auswirkungen. Ne? Wer einen Krieg führt, der fällt einfach zurück. Punkt um. Aber manchmal lässt sich ja nicht vermeiden, ja. Also ich kann schon verstehen, dass die da in der Ecke kein feindliches Team haben wollten. Das macht für mich völlig und absolut Sinn, keine Frage. Kann ich gut nachvollziehen. Und da ist halt die Anfangsposition, kann ich nur nochmal betonen, absolut key. Und wenn ihr die nicht sicher hinbekommt, dann ist eine Anfangsarmee absolut key. Nur das Überleben ist wichtig. Nichts anderes im Spiel zählt. Are you kidding me? Ihr habt doch gerade alles zerstört. Warum brauchst du jetzt einen Rambock? Na gut. Auf jeden Fall, Überleben. Das ist das Name of the Game. So. Okay. Also die mögen das wohl nicht, dass wir jetzt den Handel aufbauen. Ich habe auch schon die Burg komplett und vollständig ausgebaut mit Kanone und allem. Wie gesagt, also, ne, und habe jetzt meine Drammböcke, die waren von unten noch über, die habe ich ja nicht verloren. Reiße jetzt einfach das ein, das kostet noch Stein. Wermel hat eigentlich zu Recht darauf hingewiesen, dass ich die vielleicht nicht provozieren sollte im Norden. Und ich muss sagen, auf der einen Seite hat er völlig recht, auf der anderen Seite sehe ich einfach rot, wenn ich einen stärkeren Gegner sehe. So, von daher musste ich das gegeneinander abwägen ein bisschen und der Killerinstinkt hat dann doch die Oberhand gewonnen offensichtlich. Ich habe mal seine Mauer benutzt, um hochzugehen, falls irgendjemand bauen will auf der anderen Seite. Und ich wollte scouten. Ist echt nett, so ein Nauer-Netzwerk. Ich kann das nur befürworten. Ich habe auch gehofft, dass ich da runtergehen kann, wenn das so aussieht. Aber tatsächlich ist da oben geblockt am Turm. Da kommt er nicht durch, obwohl es so aussieht, ob da ein Durchgang wäre. So, genau. Wir bauen jetzt eine Handelsroute und haben den stärksten Gegner provoziert. Also ich habe das genau richtig gesimt. Das kann man gar nicht besser planen. Ah, ist halt nicht perfekt, ne? So ist das halt manchmal im Leben. Ja, aber wir haben auf jeden Fall jetzt eine Handelsroute am Laufen und die lohnt sich ja schon, die Karawanen. Also ich glaube, ein, zwei Durchgänge oder so, dann haben sie ja schon gezahlt, die Viecher, ne? Was nimmst du denn da mit an Gold? Genau, was kostet so ein Ding? 100 oder so? 168 hat er jetzt drin an Ressourcen. Kann jetzt gar nicht drauf gucken, doch, ne? 150 kostet er ja. Eine Route, also wenn er einmal hoch und runter ist, hat er sich schon rentiert. Könnte man hier oben einladen, glaube ich, aber das mache ich nicht, ist ja nicht mehr cheesy. So, ich bin jetzt übrigens hier durchgegangen. Wie gesagt, Wermel hat mich, glaube ich, mehr als einmal gewarnt, dass ich nicht provozieren sollte da oben. Aber ich muss halt nochmal sagen, also da war jetzt auf und ich hatte halt Waffenknechte und wollte halt Bauern töten. Es ist etwas, da muss ich vielleicht dran arbeiten. Ich würde es kein Aggressionsproblem nennen, ich würde es gesund offensiv nennen. Aber nicht jeder ist dieser Meinung und ich könnte mir vorstellen, dass ich damit das provoziert habe, was jetzt gleich kommen tut. Egal. Also wahrscheinlich war das keine sinnvolle Aktion da oben, kann man sagen. Ich hätte wahrscheinlich einfach hier weiter alles in Ruhe einreißen sollen und hier warten sollen. Ursprünglich wollte ich auch nur das Gold da negieren. Ich habe gehofft, dass da einfach 20 Arbeiter am Gold sind, ohne alles. Dass seine Base auf einmal war, hat mich auch überrascht. Aber es hat mir natürlich jetzt Sicht auf die Base gegeben. Ne? Vorher hat man eine Base hier, sieht man es nicht richtig, aber ich sehe natürlich jetzt alle Gebäude hier. Haben wir nicht gesehen gehabt, so eine Lage hatten von denen. Ne? Und dann wusste man, wo der Tech von dem so ein bisschen hingeht, ob die Handelsroute oben oder unten läuft. Die läuft zum Beispiel gar nicht bei denen. What the fuck? Also die haben die gesamte Map, haben keine Handelsroute. Ich habe wollte wissen, ob hier oben eine ist. Wollte sogar nach links laufen, ob da auch eine ist. Also wir sind tatsächlich das einzige Team, was eine Handelsroute hat. Obwohl wir die beschissenste Position für eine Handelsroute haben. Aber sorry, das geht so natürlich nicht. Ne? Also es gibt keine Entschuldigung dafür, dass es im Norden keine Handelsrouten gibt. Keine. Nix, nix, nada. Also wenn wir sogar wie eine aufbauen hier, ja. Ich habe jetzt hier Burgennetzwerk gebaut, aber das bringt natürlich nichts. Das bringt was, wenn ihr die neuen Fraktionen habt, aber selbst da ist es wahrscheinlich fragwürdig. Aber gegen Raids wird zumindest das Raiden wird extrem teuer für die Leute, ne. Und ich habe meine Armee natürlich auch hier oben im Sammelpunkt. Also wenn die nur raiden, dann geht's.
Wenn jetzt beide komplett angreifen, dann verrecke ich mit allem, was ich habe, und es war ein ganzes Investment. Also, das ist völlig kokolores, was wir da gemacht haben, aber ich sehe da auch keine andere Lösung. Währenddessen habe ich einen zweiten Stützpunkt ausgebaut, weil hier einfach das Holz attraktiver ist, als wenn ich in diesen Wäldern das immer hole. Das war die Idee. Ja, das Wasser ist auch komplett uns, also keiner wollte den See contesten. Warum nicht, ne? Jeder, wie er möchte, sage ich ja immer. Wir haben noch ein Relikt hier, Wärmel. Was ist da los? Du hast schon Ewigkeiten den AFK-Dude. Kommt mit dem Microschein hinterher. Was hast du nicht für Relikte? Vier. Ja, also Wärmel hat sieben Relikte schon. Und wenn er steuern würde, hätte er auch noch ein achtes. Und dann natürlich den Scheunenzehnten, ne, wa? Ja. Also Wärmels Einkommen ist wahrscheinlich durch die Relikte gigantisch hoch, ne? Absolut gigantisch hoch. Aber warum haben wir denn alle Relikte? Warum haben die denn da oben keine Relikte gesammelt? Die haben doch vor uns hochtecken können, also. Ich will dem Conqueror-Spieler ja nichts, ne? Aber bitte. Keine Handelsroute, keine Relikte? Hallo? Das kann aber nicht angehen, ne? Also bedenkt bitte, dass wir Krieg geführt haben hier am Anfang. Also die Relikte hätten eigentlich die nicht kriegführende Nation kriegen sollen. Da bin ich kein Freund von. Ja, und Wärmel hat auch die meisten Punkte jetzt natürlich. Was jetzt auch nicht wirklich verwundert, wenn der halt, habe ich gesagt, zählt, 8, 9 Relikte hat, mit Scheunenzehnt, ja? Das ist ja der absolute Brüller. Ich kann kein Einkommen angucken aus irgendeinem Grund hier. Aber Wärmel ist natürlich gigantisch, was da rauskommt, ne? Klar, also die Relikte also zu den Relikten kommt ja noch hinzu. Und er hat natürlich auch alle Boni freigeschaltet na, diese Beuteboni, ne? Also mir ist ein bisschen ein Rätsel, warum wir die Relikte bekommen haben. Unten waren alle im Krieg führen, wir waren im Krieg führen, die hätten die haben müssen. Ganz simple Logik. Aha, ich habe den Pete abgehangen. Ja, hatte ich eben auch schon, ne? Also unser Team ist tatsächlich stärker als das Pete-Team jetzt hier, zumindest von den Punkten. Das überrascht mich ein bisschen. Also eigentlich überrascht mich hier nicht mehr an der Stelle, weil Relikte und unendlich viele Karawanen in einer recht lukrativen Route auch noch. Und keiner will die neutralisieren. Allerdings kommen jetzt die Angriffe, wie ihr seht. Also Pete hat anscheinend, ja, will ich sagen, ich weiß nicht, nachtragen ist das falsche Wort. Aber wahrscheinlich hat es halt nicht geholfen, was ich da oben gemacht habe, weil jetzt geht er halt hier rein und tötet. Aber er tötet nur Wärmels, Leute. Von daher tötet er den Falschen. Er müsste ja eigentlich mich dafür bestrafen, aber er bestraft das Team. Was ja indirekt mich auch bestraft, ist schon in Ordnung. Da war übrigens nicht richtig zugebaut von diesem Noob, dieser Medikus, ja. Also der muss das mal lernen mit den Mauern bauen. Deswegen sind die hier reingekommen, weil ich weiß nicht, warum ich da nicht richtig angehauen habe. Also mit Sicherheit war das keine Absicht, da aufzulassen. Und das ist der Grund, warum jetzt irgendwie 10 Arbeiter wahrscheinlich gestorben sind. Aber dafür sterben auch 10 Ritter und die Arbeiter können wir nachbauen. Aber das Problem ist, dass die alles sehen. Und natürlich sehen die auch die Handelsroute. Und das wird jetzt natürlich eine Reaktion. Wobei, das wissen die eh schon. Die haben ja eben hier oben gesehen gehabt, ne, die Dinger. Der Engländer wartet auf seinen Moment. Ja, aber das, was ich am Anfang gesagt habe, der Pete macht das ganz gerne, ne? Und durchreiten, Sachen kaputt machen. Und das ist ja auch die richtige Strategie, dass ihr einfach nur raiden geht. Ihr wollt nicht einen hart committen auf einen Angriff und so weiter und euch dann in den langen Krieg ausbluten. Aber eine Gruppe Reiter, die gegnerische Wirtschaft mehr schwächt als eure, also von direkten Nachbarn, lohnt sich eigentlich fast immer. Und man sieht dann auch, was wie die Lage ist, ne? Also das muss man auch da Position beziehen. Genau. Ja, oben gehen jetzt die Angriffe los. Und das ist natürlich das Ding. Also ich könnte schon dagegen kämpfen, aber ihr seht schon, also sie haben beide ihre Armeen dahin gebracht und jetzt ein Tribok und eine Burg im Hintergrund. Also die wollen jetzt hier langsam eine Belagerung durchführen. Das bedeutet, dass natürlich jetzt der Handel drauf geht in der nächsten Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt beide Armeen hochbringen und halt einen Abnutzungskrieg gegen die führen, wenn wir das verteidigen wollten. Ich glaube nicht, dass das hier Sinn gemacht hat von mir. Aber die Handelsroute schon so lange machen, bis sie halt tot geradet wird. Einfach das Gold mitnehmen. Es geht ja in die Kasse, das ist ja ein Vorrat fürs Endgame, ne? Das ist, glaube ich, schon die richtige Strategie, Ressourcen anzusammeln im Early Game. Ja, und ihr seht hier halt das Problem. Zum gleichen Zeitpunkt haben das südliche Team sich auch für einen Angriff entschieden. Das heißt, wir kämpfen jetzt tatsächlich gegen beide Teams gleichzeitig an der Stelle. Ob die das jetzt gewusst haben oder ob die das auch abgesprochen haben, ne, Discord-Channel hinterherhüpfen oder angechattet, das kann ich euch natürlich nicht sagen an der Stelle. Aber in jedem Fall ist das jetzt, dass wir zeitgleich von halt, ne, 4 Spielern belagert werden. Und wir auch gleich sofort das Einkommen natürlich ausschalten. Also wir haben die höchste Punktzahl, kann auch sein, dass das der Grund war. Also Wärme ist abgehoben, ich habe die zweitmeisten Punkte, also wir sind das stärkste Team. Von da finde ich es tatsächlich eine gute Entscheidung von denen, dass sie uns angreifen. Also ich persönlich finde es jetzt nicht geil, aber Medikus, der Caster, findet solide die Entscheidung. Nur Medikus, der Spieler, hat natürlich geflucht in dem Moment. Na, der Rammböcke wieder, sie fahren wieder runter. Ja, und wir wussten jetzt auch nicht, was wir machen sollten. Sollten wir jetzt hochgehen oder runtergehen? Oben verlieren wir das Einkommen, unten verlieren wir die Produktionsanlagen. Also das ist halt wirklich vom Regen in die Traufe an der Stelle. Da könnt ihr jetzt auch nicht viel machen, ne? Also das ist halt eine dumme Lage an der Stelle.
Wir haben uns jetzt für unten entschieden. Wir haben jetzt alle Soldaten runtergebracht, weil hier unten ja auch die Hauptbasis und alles ist, ne? Also die Arbeiter und so. Hier oben verleben wir eigentlich nur die Karawanen. Also nur in Anführungszeichen, aber wenn die Basis weg ist, habt ihr das Spiel verloren. Wenn die Karawanen weg ist, habt ihr halt nur das solide Einkommen verloren. Genau, es reißt der eine Burg nach der anderen ab. Ja, ist natürlich ein heftiges Investment. Man kann jetzt argumentieren, dass das Burgennetzwerk da oben uns natürlich Zeit erkauft, weil die sonst auch hier jetzt schon längst in der Basis wären, ne? Also da erfüllen die Burgen diese Verzögerungsfunktion schon an der Stelle. Ich habe schon die Mauer angefangen, kriege ich nicht mehr fertig. Aber es ist natürlich, also dafür jetzt mehrere Burgen zu verlieren, ist ein heftiges Investment, was da drauf geht, ne? Das ist sehr, sehr unschön. Und die müsste man eigentlich verteidigen mit irgendwas, aber wir sind halt, wie gesagt, hier unten am Kämpfen. Wollen wir die Kills angucken? Nee, ne? Weiß nicht, um die begrenzte die Statistiken hier. So, ja, ich habe jetzt meinen Ramböcke hier unten und die reißen jetzt hier die Burg vom Gelben ein. Der hat hier vorne hingebaut, wollte das wohl contesten, Sicherheit schaffen. Was ist hier mit der Wegfindung los? Ach, das sind Bauarbeiter. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wo der Rest meiner Armee ist. Ach, die waren auf dem Rückzug. Genau. Einfach weil die letzte Burg ist, glaube ich, da oben gerade gefallen. Och. Da ist gerade gefallen. Die vorletzte Burg ist gefallen. Und naja, also wenn wir das verlieren, sind jetzt die Produktionsanlagen. Und dann kommen sie halt schon zu den Häfen hier und das Gold und alles, ne? Und deswegen habe ich meine Armee jetzt nach oben beordert, zumal sie auch gerade hier einen Teil der Armee vernichtet hatten im Süden. Wir haben das, glaube ich, in der Reiterarmee hauptsächlich gemacht. Und von da gehen wir jetzt die Armee zurück, um darauf zu reagieren, auf die Bedrohung da oben. Hier habe ich einen zweiten Marktplatz gebaut, um die Karawanen, die ich alle umgeleitet habe, dass die jetzt von da nach da unten gehen. Also die Karawanen sind noch tatsächlich noch alle da. Ich glaube, ich keine einzige töten können. Und die machen jetzt eine kürzere Route. Das heißt, den Teil wollte ich noch verteidigen, dass das Einkommen erhalten bleibt, zu einem gewissen Grad. So, das Schöne ist, dass ich Mangen habe und die nicht. Wo ist denn die Armee von deinem Mitspieler? Ach, die Pete gerade alleine gelassen da. Ach, der ist da rechts am Raiden, oder was? Genau. Dass sie zwei unabhängige Blocks voneinander machen, das wird sich natürlich jetzt böse rächen. Ah, da muss ich mir am Mikro, das wird sicher ein Problem. Gerade wenn die Spiele so groß hier werden, habe ich ein riesen Klickproblem. Ich habe halt, weil ich nicht spiele, auch keine wirkliche Ordnung von den Produktionsgruppen, Aufbau der Gebäude oder irgendwas. Ich flansche das einfach alles hin mit schnellen Klicks und dann weg. So, der flieht auch mit seiner Armee, wie ihr gerade seht, weil er die Manga hat schießen sehen wahrscheinlich. Was bedeutet, dass Pete seiner Armee da unten isoliert ist. Ja, und der Pete geht direkt auf die Häfen. Also ne, das Handelseinkommen haben sie uns jetzt quasi halbiert, weil nicht gewandt sind, sondern eine schlechtere Route ist. Und jetzt wollen sie halt die Häfen ausschalten. Und dann geht das Nahrungseinkommen zum Teufel. Also der geht wirklich an die Ader, der Mann, ja. Sehr aggro. Sehr löblich, sicherlich. Und ich halte jetzt mit der Mange rein. Also auch sehr löblich, wenn ich das mal so sagen darf. Naja. Das ist, also vom Hafen her, ich habe ja einen zweiten und da hat mich das jetzt nicht gekostet. Aber ist natürlich schon so, dass hätten wir die jetzt hier nicht drauf reagiert, wir konnten nur reagieren, weil die Armee da unten gerade geschlagen wurde für einen kurzen Moment. Und die kommen, glaube ich, auch wieder von der anderen Seite, ne? Das ist so die Burg, genau, die rollen gerade bei uns rein. Also der Angriff läuft immer noch, ne? Die reißen uns gerade hier die Gebäude ein, wenn ihr seht. Also immer noch die ganze Zeit 4 gegen 2 an der Stelle. Aber wir haben die halt jetzt unten vernichtet, jetzt vernichten wir sie oben und dann gehen wir wieder runter, die vernichten. Also wir können nur Brände an der Stelle löschen und die machen das halt richtig, dass sie das stärkste Team pushen. Ich weiß nicht, ob die Punktzahl sich inzwischen geändert hat, ja, ich vermute mal, ne? Genau, also wir kriegen die ja richtig aufs Maul. Also die gleichen sich schon ein bisschen an, die Punkte, aber ihr seht schon hier, Heat ist irgendwann weniger Punkte als Gods, aber 18.000 haben die. Und wir sind auch ein bisschen auf 18.000, also offensichtlich sind wir noch dabei. Aber ihr seht die Verluste, ja? Also hier unten wird alles Mögliche eingerissen, getötet und so weiter. Also jetzt töten jetzt die ganzen Karawanen, weil die jetzt eingebrochen sind hier. Das heißt, wir haben nicht nur die Gebäude verloren, die Befestigungsanlagen, die Wahrzeichen, sondern jetzt eben auch den Handel. Ne? Und sie reißen alles ein, ne? Alles. Mein Popcap ist runtergegangen auf 150. Naja. So, das ist übrigens die Stelle gewesen, wo Wermit vorgeschlagen hat, dass wir im Discord mal mit dem Team im Süden sprechen über die Lage. Und dann sind wir halt runtergegangen im Discord und die haben gesagt, hör mal, wie die Lage im Moment ist, ist das so, wir werden wahrscheinlich ausgelöscht, kann man ja neutral so sagen. Und folgendes, wenn wir ausgelöscht werden, dann spielt ihr danach gegen ein Team mit dem Conqueror-Spieler drin. Ja? So, dann haben sie gesagt, ja, das klingt dumm, das klingt auch nicht gut. Und der andere Vorteil ist, wenn wir jetzt den Angriff einstellen und zusammen gegen das Pete-Team vorgehen würden, so wie die gegen uns vorgegangen sind, wir wurden ja gerade verkrüppelt. Das heißt also, die würden das stärkste Team dann ausschalten und haben trotzdem noch einen verkrüppelten Gegner danach. Ne? Das heißt, für die war das jetzt absolut logisch, mit uns eine Allianz einzugehen, eine temporäre. Das war für die beste Lösung überhaupt. Und für uns war es die einzige Lösung, noch im Spiel zu bleiben, muss man sagen. Ne?
So, und aus dem Grund, da haben wir dann mit denen jetzt gesprochen und dann werden jetzt gleich die Angriffe eingestellt. Deswegen ziehen sie aus der Base gerade zurück, sonst hätten sie uns auslöschen können zu dem Zeitpunkt. Ja, weil hätten wir uns ausgelöscht, hätten wir das Spiel mit absoluter Sicherheit verloren. Und das haben sie auch realisiert. Und von daher geht es jetzt zu zweit gegen das Peep-Team, die sich jetzt hier unten vielleicht ein bisschen verausgabt hatten, die gerade ihre Armeen beide gegen uns eingebüßt. Und werden jetzt von auch vier Spielern belagert. Jetzt erfahren die das, was wir die letzten Zeit hatten. Ne? So, die einzige Möglichkeit für uns, das Spiel hier zu gewinnen, muss man sagen, ist allerdings, ich habe die Lage gerade geschildert, wir wurden hier gerade verkrüppelt bei dem Angriff. Mit Karawanen tot, Gebäude tot, keine expandierte Handelsroute, Häfen abgerissen, Produktionsanlagen abgerissen, Wahrzeichen zerstört. also wir haben ja eine Riesenkatastrophe jetzt gerade gehabt bei uns. Und die einzige Möglichkeit für uns, das Spiel zu gewinnen, ist, dass wir jetzt einen langen Krieg im Norden gegen die führen. So lange, dass wir, also lange und kosteneffizient führen, so dass wir wieder aufbauen können, dass da starke Sachen sind, wenn die ausgerottet werden, dass wir danach den Süden besiegen können. Also mit dem Krieg jetzt hier oben dürfen wir nicht übercommitten, das ist die Message. Er muss langsam gehen, er muss ohne Verluste gehen und wir müssen genug Zeit haben, um die Wirtschaft zu etablieren. Was ich hier rechts übrigens gemacht habe, ich habe mir eine zweite Base gebaut, damit die sicher ist, ne? Auch um das Gold und Ressourcen zu bekommen, aber auch für die Produktionsanlagen und PopCap und alles. Einfach nur ne, ein Stück Sicherheit zu schaffen. Und da war auch schon der Plan dahinter, dass wir dann ein Weltwunder in die Ecke hier gleich bauen können irgendwann. Und zwar, wenn die tief da oben drin sind, sich gegenseitig ausbluten, dass wir dann das Weltwunder hochziehen, Mauer hoch, klatsch und dann hoffen, zu überleben. Ja? Wir haben sicher damit gerechnet, dass sie da oben ausgelöscht werden könnten. Das ist auf jeden Fall die Lage und der Plan, den wir derzeit hatten. Also schon mit Strategie vorgegangen. Was die anderen Strategie haben, kann ich natürlich nicht sagen an der Stelle. Das ist die kurzfreie Armee. Ihm ist schon klar, dass mein Wahrzeichen da oben noch ist. Ne? Also glaubt der wirklich, dass ich da nicht hin will mehr? Ist das so von wegen, nee? Also über das Nee-Wort müssen wir da echt mal hart reden. Also Götz hat das wohl nie ganz verstanden, dass wenn ich da baue, er da nicht auch bauen kann. Das geht halt nicht zusammen. Das ist halt ein Provokationsfaktor. So, heilige Städte. Genau. Pete hat übrigens zwischendurch, also wir haben es jetzt gemerkt, die fangen jetzt gleich an, hier ein Burgennetzwerk zu bauen, weil die nur die heilige Städte brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Also die haben ja schon realisiert, dass wir jetzt gerade zurückgeschlagen haben und dass sie von dem südlichen Team auch angegriffen werden. Und ich glaube, an der Stelle haben sie jetzt überlegt, dass sie einfach einen heiligen Städtesieg während dieser Angriffe hier bauen wollen. Und deswegen bauen sie jetzt jeden Moment hier komplett eine Defense drumherum. Ne? Zack, zack, zack. Und das ist ja auch eine solide Sache. Heilige Städtesieg geht ja in Rekordzeit im Vergleich zum Weltwunder. Und wenn sie hier ein Verteidigungsnetzwerk bauen, ist das eine tolle Sache. Der Schönheitsfehler ist, dass Pete vergessen hat, den Turm abzureißen und ich das deshalb sehe. Also den Teil hat er nicht ganz bearbeitet. Man muss das schon vorbereiten, dass das unsichtbar und überraschend besteht. Weil bevor er die erobert hat, bevor der Timer angeht, weiß ich schon, dass er das anmachen will, sonst würde die Burgen da nicht hinbauen. Er wird hier oben angegriffen von vier Spielern und baut hier die Burgen. Da glaubst du wirklich, ich sehe das nicht dann, was du vorhast. So, das war sicher, also das hätten die vorher wegräumen müssen. Und die Burgen hätte es natürlich hier oben jetzt gebraucht für die Verteidigung. Dann, ne? Also so hat er keine Chance, in der Mitte zu holen. Ich baue einfach mehr Bombarden und kann dann einfach kurz zur Mitte gehen, wenn er den Sieg davontragen möchte. Wir haben sowieso Handelsschiffe versucht hier, ne? Um zu gucken, ob das klappt sowieso nicht, das da. Das lohnt sich überhaupt nicht, die Handelsschiffe. Die bringen eigentlich gar kein Gold ein. Wir wollten es einfach mal ausprobieren. Wir waren uns nicht sicher, wie lukrativ die Route ist. Haben uns aber schon gedacht, dass es miserabel sein wird. Ja, war halt scheiße. Wirklich scheiße, das Fischerboot. So, der Krieg geht weiter. Wermes da oben mit seinen Rittern. Da kommen die Waffenknechte. Ist keine gute Armee eigentlich, Waffenknechte gegen Ritter. Aber er will damit tanken, damit die Armbrüste wahrscheinlich schießen, die 36. Nur habe ich halt dauernd Mangel. Also von daher muss man da sehr vorsichtig sein. So, wie läuft der Angriff der linken Seite? Genau, die haben da eine Bresche geschlagen und gehen wieder raus. Also offensichtlich auch ganz clever. Haben sich wahrscheinlich gesagt, ja, wir machen nicht alleine hier All Commitment, da wären wir schön dumm. Defense, Pete hat ein bisschen dicker gebaut, ne? Einfach um Zeit zu gewinnen. Fettes Netzwerk. Aber ich verstehe immer noch nicht genau, warum die keinen richtigen Handel anhaben. Also das ist jetzt eine Karawane? Verstehe ich nicht. Also am Schluss ja PopCap das Problem. Und die Karawane auf einer guten Route macht eigentlich immer mehr, als ein Arbeiter macht pro PopCap an Einkommen. Und da müsste man jeden Arbeiter eigentlich so auflösen und dann eben Karawanen dafür benutzen. Er macht das gerade wegen das Auflösen, merke ich. das ist ja ein Gegner, der Walter White. Aber er greift nicht an, er geht ja nur spazieren. Töte die doch! Warum tötest du die denn nicht? Okay. Jetzt bist du tot. Walter White muss Angriffsbewegung eigentlich für sowas machen, ne? Also kommt ein bisschen spät. Jetzt wird er von Pete einfach komplett aufgelöst, die Armee. Naja, so, währenddessen, hier oben,
Ja, das Mauerprojekt, der versucht es ja immer wieder, ist ja löblich. Aber genau, ich habe jetzt auch Mauer gemacht, eben schon. Brauche gleich noch mehr Mauern aus, um den Schutz auszubauen. Ich weiß gar nicht, wo unser Armee gerade rumgurkt. Manchmal schwer zu sehen. Genau, wir haben gesammelt, so war das. Ah, jetzt keine 200er Popcap, da macht es auch keinen Sinn, vorher wegzugehen. Genau, das war der Moment, wo wir in die Mitte gehen wollten, jetzt weiß ich wieder. Also, er hat die heilige Stätte noch nicht, ne? Aber ich habe die Burgen gesehen und gesagt, wir machen jetzt die Burgen tot, bevor wir da oben angreifen. Also A, weil es umsonst ist, ja, der braucht eine Armee und die hat er gerade nicht vor Ort und dann können wir es umsonst einreißen. Und B, damit wir eben, wenn wir oben sind, der nicht einfach einen sneaky Sieg davon trägt, ne? Und von da stehen wir hier vorne. Er steht nur mit seinen Reitern hier, um mich zu beschützen. Also ich habe die immobile Infanterie-Belagerungswaffenarmee und er hat die mobile zum Losschlagen, wenn eine Lücke geschlagen ist, um reinzureiten oder. Also er reagiert damit, ne? Er hat die Reaktionsarmee und ich habe die Armee, die Kampfkraft bringt, die belagert. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Kombo. Das spiele ich mit Pete eigentlich auch immer so. Das klappt hervorragend so weiter. Also ein wirklich belagerungswaffenbasierter Spieler macht schon Sinn. Tatsächlich glaube ich, dass es aber besser gewesen wäre, hätte der Russspieler diese Aufgabe übernommen, weil er die ja preiswerter bauen kann, die Belagerungswaffen, und seine Rutten weiter schießen. Klar, dann die Ritter, die auch ganz gut sind und alles. Aber diese 20% Ersparnis bei Belagerungswaffen, das glaube ich, bringt am Summe dann mehr raus. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber es ist natürlich auch eine Steuerungsfrage. Also ich zum Beispiel könnte jetzt. Also eigentlich kann ich auch Reiter aufstellen. Eigentlich ist das genauso möglich. Das ist kein Riesendrama. Genau, jetzt reißen wir alles hier ein und dann hat sich das. Das war Missklick, die sollten dann hier, die gehen gleich wieder weg. Ich wollte eigentlich mit den Belagerungssachen, die umsonst einreißen, sind ja 2400 Ressourcen drei Burgen. Genau, bam, bam. Da hat der Piet sich sicher gefreut, dass ich das eingerissen habe. Ich stehe da oben mit ihren Armeen. Die müssen dann die ganze Zeit hier diese Angriffe abhalten, die immer wieder durch ihr Burgennetzwerk hier, ne, eingedrungen sind. Aber dass sie keinen Handel aufgebaut haben, das verstehe ich halt nicht. Ne? Also keinen nennenswerten Handel. Pete ist jetzt zum Beispiel hier deswegen auch ganz weit zurück. Und die wurden ja gerade eigentlich erst angegriffen. Also ich glaube schon, dass der Handel massive Auswirkungen hatte auf die Punktzahl. Haben die denn im Süden Handel? Auch nicht, oder? Also wir sind die Einzigen, die das gesamte Spiel über Handel benutzen, wenn ich das richtig sehe. Das halte ich für einen gigantischen Fehler von einfach allen. Also die müssen die jetzt nicht angreifen. Ich finde das gut, dass sie das machen, müssen die aber nicht machen. Es gibt ja keinen Grund für die jetzt anzugreifen. Ich finde übrigens auch, das ist ein Fehler, dass die halt diese Lücken so haben, dass sie halt hier rechtwinklig laufen müssen. Also wenn ihr einen Gegner angreift, wollt ihr eure Verstärkung so schnell wie möglich in der Front haben, weil ansonsten der immer schneller reinforced und dadurch immer Überzahl gegen euch hat und euch runtergrindet. Und da müssen ihr hier den geraden Weg, ne, hier aufmachen, um gerade durchzulaufen. Ja, einfach gerade durchlaufen, damit er zumindest die Reinforcement-Zeiten angleicht an den Gegner, ein Stück weit. Und das ist ein gigantischer Fehler, was sie da machen. Da bluten die ganz heftig aus. Genau, nochmal zurück zu dem Handel. Also wir haben unendlich Handel am Laufen, auch wenn er nicht geil läuft. Wir bauen ihn gleich da oben wieder hin, ist wieder geplant. Aber also, es geht halt nicht ohne Handel im Late Game bei so einem Spiel. Das ist halt der helle Wahnsinn, dass es alle ohne Handel spielen wollen. Es gibt dafür keine Rechtfertigung. Keine. Und oben schon mal gar nicht. Die haben die gesamte Map unter Kontrolle. Ja, unser Defense-Projekt hier ist. Ja, also sage mal so: Die grüne Palisade sollte eigentlich zu gewesen sein und die sollte eigentlich auch zu gewesen sein. Zumindest haben wir die Ecken, wo unsere Soldaten durchlaufen kommen, Gegner nur rein, wenn sie reinkommen. Ich baue gleich noch eine Steinmauer und dann werden wir Teile der Palisade aber einreißen, damit die Steinmauer durchgehend ist. Oh, hier ist der Belagerungsblock, also keine Ahnung, wie ich den habe. 7, 12, 13 Belagerungswaffen habe ich. Das ist extrem teuer. Das muss auch beschützt werden und dafür ist halt diese Ritterarmee, ne? Und Reiter. Ich habe auch keine Anti-Belagerung außer einer Rutte, wie ihr seht, aber das ist, glaube ich, wenn man so viele Pferdchen hat, ne? Können die ja schnell in die Ruten reindonnern. So, jetzt gehen wir auch angreifen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir wollen nicht zu früh den Druck ausüben. Sollen die gerne da unten ein bisschen bluten? Das war schon okay, aber wir haben ja auch was fürs Team, also für alle Spieler gemacht. Also die drei Burgen mussten da weg, ne? Ohne jede Frage. Das ist ein Missklick von mir. Die müssen auf. Das konnte man ja nicht ignorieren. Das geht ja nicht. Das wäre ja Wahnsinn, das zu ignorieren, wenn die dann hier die heilige Stätte holen. Das waren ja drei Burgen. Es hätten ja auch fünf oder sechs irgendwann sein können, ne? Also das geht natürlich so überhaupt nicht. Können wir mal gerade reingucken bei Pete, wie die Ressourcenlage ist. Ja, also Pete hat unendlich viele Ressourcen. Deswegen ist er wahrscheinlich immer am Popcap nonstop. Also dieser Kampf, Krieg da unten, kostet ihm wahrscheinlich nichts. Wie ist das mit deinem Partner? Ist auch gut dabei. Das Walter White Team, das blutet da schon ein bisschen mehr. Ja, die haben auf jeden Fall weniger in Summe an Ressourcen. Was hat denn Wärmel? Wärmel hat auch ganz gut was auf dem Lager. Und was hatte ich nochmal gehabt? Ja, ich bin auch gut dabei. Die Nahrung kommt eigentlich fast ausschließlich. Ich habe keine Farmen gebaut. Kommt halt immer noch dadurch.
Ich habe auch überlegt zwischendurch, ob ich die kaputt machen soll und einfach mal die Arbeiter auf Farm stelle mit Farm-Upgrade. Ich werde das nachher machen. Ich bin mir da an der Stelle nur nicht sicher, was wirklich besser ist. Ich glaube aber, wenn ihr im vierten Zeitalter seid, könnt ihr die Schiffe wirklich alle vernichten und auf Farm gehen mit dem Goldvorteil der Engländer. Ich denke, dass das besser sein könnte. Ich habe das nicht persönlich ausgerechnet, aber ich werde gleich die Flotte deswegen auch komplett vernichten und hier oben Farmen mit eingezäunten Farmen hinbauen. Kommt zu spät für meinen Geschmack, aber ich bin auch immer noch nicht sicher, ob es 100% besser ist. Ich vermute aber schon. Ich habe auch heftig in Karawanen investiert. Apropos, ja, wieder hochgebaut alles. Mauerprojekt wird jetzt auch geplant. Also im Moment läuft es halt perfekt für uns, ne? Die bekämpfen sich da unten und grinden sich gegenseitig runter. Auch wenn wahrscheinlich das Nordteam oder Südteam mehr grindet, aber für uns ist das trotzdem eine schöne Sache, weil da war jetzt Arbeiter laufen da rum. Das ist halt herrlich, dass sich die Wirtschaft zerschlagen da gegenseitig. Ich bin zufrieden. Sehr zufrieden. Ich finde es schade, dass im Spiel die Mauern nie eine Funktion wirklich erfüllen im Sinne von, dass da halt Leute draufstehen, ne? Das müssten die sicher mal buffen in dem Spiel, ein ganzes Stück. Ich fände es ja klasse, wenn die Mauern im Spiel wirklich eine Funktion hätten. Außer eben nur ein Blocker zu sein für eine Zeit. Und da kommt die nächste Armee. So, der Nachteil ist jetzt, wir haben jetzt so lange da nicht hart angegriffen, dass die sich jetzt nicht bedroht fühlt und die Armee immer wieder hier unten ist. Und zwar sehr tief hier unten. Was bedeutet, dass die Kämpfe hier oben, wenn wir die jetzt gleich führen, naja, dass wir da tatsächlich Überraschung, ne, wird. Rotentürme werden hier gebaut. Ganz viele Rotentürme. Meine Burg steht wieder. Ich weiß gar nicht, wo der Blob gerade rumläuft. Oh, Karawanen. Die Route ist, glaube ich, nicht so optimal wegen den Bergen und alles. Ja, aber wir haben jetzt hier gesagt, wir bauen hier oben kurzfristig eine neue Karawanenroute. Warum fahren die denn nach links? Achso, die Mauer habe ich nicht ganz so clever gebaut. Die gehen jetzt hier rum statt die andere Route. Okay. Aber die Idee war gewesen hier, wie ihr seht, dass wir hier eine Route aufbauen. Aber ihr seht schon, die wird natürlich nicht lukrativ, weil die durchs Gebirge geht, durchs Wasser geht, durch die Basen geht, ne? Also ist mir sicher kein absoluter Traum, diese Route. Aber wir wollten halt wieder die Koffer füllen. Und man muss natürlich auch ein bisschen der Sicherheit hier, ne? Links da muss man drauf achten. So, Walter White ist da. Das sind immer meine Türme, die da einreißt. Also so ganz kämpft er nicht mehr alleine gegen das Team da oben. Also die Türme sind halt mit purer Absicht da, ne? Damit, wenn ich da kämpfe, nicht nur, wenn ich ja eben den Bonus kriege, ne? 50% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Und wenn ich aber auch Sicht habe. Genau, man sieht schon, ich gehe jetzt dahin, um darauf zu reagieren. Aber er geht schon wieder weg, also. Aber man merkt schon, also die kämpft nicht nur gegen den Norden. Er hat ja gesehen, dass das grüne Türme waren. Und Mauer. Ja, also der Belagerungsblob hier, ne? Wenn der stirbt, habe ich ein gigantisches Problem. Und wenn nicht, hat der Gegner ein Problem. Also der sagt, dass eine Belagerungsmaschine, sagen wir mal, einfach 1000 kostet, ungefähr, ja? Und ich habe hier, was ist das da, 14 Belagerungsmaschinen, das ist 14.000 wert. Wenn ihr hier mal reinguckt, 14.000, das wäre mein gesamter Vorrat an Gold und Holz derzeit. Also das da entspricht meinem Lager. Also es ist schon sehr, sehr teuer, das Ding, was da fährt. Ist sehr extrem teuer. Aber auch ein Stark natürlich. Gerade wenn man jetzt hier jemand diese Rutentürme dran baut. Und dann kommen dann 7 Bombarden, die einfach zack, alle wegräumen. Aber wir brauchen natürlich immer den Schutz. Und da brauche ich natürlich die Ritterarmee dabei, weil meine Armee viel zu klein ist, um zu beschützen. Und der Wärmel hat normalerweise immer einen guten Job gemacht mit seinen Reitern. Genau, da ist er auch. Ne? Also wenn irgendwas passiert, dann rufe ich ihn einfach dazu. Und das Turmnetzwerk, was der Gelbe gerade wegräumen wollte, hätte ja auch Bedrohungen rechtzeitig aufgedeckt. Das mal wieder dabei gebaut, aus Spaß. Ja, und jetzt geht es natürlich hier los. Ne? Jetzt wird ja alles eingerissen. Die Backside ist gesichert. Passt. Aber ich sehe die zumindest kommen, wenn die von hinten kommen. Also wenn, kommen die nur von vorne. Ja, und hier steht der Götz frei hier. Aber das, was er jetzt macht, ist ein Fehler. Er verteidigt das, ne? Warum ist das ein Fehler? Er hat ja gesehen, dass da zwei sind. Und er hat, vor allem hat er gesehen, dass ich mehr Belagerungsmaschinen habe, als er halt Infanteristen fast, ja? Von daher, wenn er jetzt hier verteidigt, bedeutet das nur, dass seine gesamte Armee aufgelöst wird. Und er verliert ja trotzdem danach die Befestigungsanlagen. Also er müsste sich meiner Meinung nach mit der Armee zurückziehen und warten, bis Piet seine Armee mitmachen kann. Piet ist allerdings hier gerade vorne am Verteidigen. Also er kann nicht. Ja, die Belagerung läuft. Mal einen schönen Screenshot machen. Die Belagerung läuft und da kann er gerade nicht kommen. Aber das heißt auch, dass Götz eben nichts machen kann. Also meiner Meinung nach müsste ich es machen, wie wir es eben versucht hatten. Zu zweit da unten erst den Brand löschen, dann zu zweit da oben löschen. Verliert man in der Zwischenzeit Gebäude, Festungen, alles? Hier klar haben wir ja auch, ne? Das lässt sich einfach nicht verhindern.
Aber wenn ihr da kämpft, dann verliert er an beiden Seiten die Front, ja, ohne dass der Gegner tötet, danach verliert er trotzdem die Gebäude. So, jetzt die Reiter mir leider weg, was bedeutet, dass meine Belagerungsmaschinen jetzt hier platzen gleich. Aber ich bin ja an meiner Burg am Kämpfen so ein bisschen. Ja, die schießt ja die ganze Zeit rein, also das ist schon ein Feuersupport. So, wir haben jetzt zurückgeritten mit der kleinen Abteilung. Ich schaue unsere Karte an und sehe ich nicht genau, was Wärmel da macht. Ja, und jetzt reitet Wärmel halt da durch. Ne, hier auch. Hier, eine kleine Reiterplan geht hin. Ich habe gesagt, guck mal, da hinten sind Rutten und Belagerungsmaschinen. Geh mal hin, ne, und mach die kaputt. Die haben wir eben gesehen, die waren da unten irgendwo hochgefahren. Und dann habe ich gesagt, geh da mal hin und dann macht er das auch. Also diese Reiterarmee, stellt euch das einfach wie ein Körper vor, so ein Wurfgeschoss in der Hand hat. Und die Reiterarmee ist halt das Wurfgeschoss, was auf den Gegner geworfen wird, ja, wenn man der Körper nicht nur Reichweite hat. Und genau so funktioniert das halt hervorragend. Den solltet ihr immer. Also ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht, damals früher, glaube ich, ne? Ich halte das für unglaublich stark, einen Armeeblock, also einen Belagerungsblock zu haben, der Infanteristen hat, die das gut verteidigt, und eine Reiterarmee zu haben, die dann nach jeder Richtung screenen kann und zuschlagen kann. Ich halte das für sehr, sehr stark und sehe das tatsächlich aber eigentlich von gar keinem Team jemals angewendet, zumindest systematisch nicht angewendet. Was mich sehr überrascht, weil ich mache das eigentlich mit Pete, ich mache das jetzt mit Wärmel. Es klappt eigentlich einwandfrei und ihr müsst es in jedem Spiel sehen. Ich bin da immer noch überrascht, dass das nicht kommt. Und hier immer noch der Punkt, beschützt eure Belagerungsmaschinen. Die sind einfach zu teuer, um die nicht zu beschützen. Stellt euch vor, ich würde jetzt auch da oben irgendwie raiden mit meinem eigenen Ritter, weil ich killgeil bin oder so. Und dann steht der Block hier und dann kommt kurz eine Reiterabteilung in die Ecke, sind die alle tot. Ne? Und das passiert halt dauernd bei solchen Spielen. Also mir jetzt nicht, aber den meisten. Und ich finde einfach, das ihr seht ja schon, also ich bin großer Freund von der Idee. Allein die Mangen, die immer wieder da reinloppen, ne? Die Mangen. Das halt, also das halt zack, 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 ja. Allerdings will er gerade weg, weil er Angst vor Speeren hat. Ne, der macht die Rutten kaputt. Genau, hier links sind Rutten aufgetaucht. Habe ich ihm auch gesagt und schon so hingeritten hat die vernichtet. Ich hätte die wahrscheinlich, weil es nur drei Rutten sind, auch mit meinem Bombarden selber erwischt. Aber dafür sind die Ritter ja da, um sie zu vernichten. So, der nächste Block ist ausgelöscht. Und so weiter und so fort. Aber es hält Götz, der jetzt sein gesamtes Einkommen investiert er halt jetzt quasi in diese 1 gegen 2 Situation. Dann kommt der nächste Block. Vielleicht kostet das nicht viel, aber es kostet halt was. Mit der Zeit geht da sein ganzes Lager leer. Und die nächsten drei Routen. Aber drei Routen gegen den Block, das funktioniert halt nicht. Ja, er schießt da drauf, ich sehe das jetzt eine Sekunde nicht und reagiere aber dann jetzt im Moment. Plus die Ritter reagieren auch. Hier sind schon die ersten Waffenknechte dran. Alle schießen drauf. Das hat er leider drei Belagerungsmaschinen kaputt gemacht, weil ich zu langsam reagiert habe. Er hat aber auch drei dafür verloren. Also von daher, klar, die Route kostet weniger als die Bombarde. Der hätte ich besser arbeiten müssen. Zwischendurch eine Reparatur gemacht, weil wenn ihr den großen Block habt, habt ihr auch den Vorteil, dass sich lohnt, dafür mal ein, zwei Arbeiter vorrätig zu halten, die regelmäßig zu reparieren. Und ansonsten bauen sie halt einfach Türme dran, ne? Damit die hier Angriffsspeed kriegen. Müsst ihr schneller machen, alles keine Frage. So, ansonsten, linke Seite. Wir haben jetzt das Gold hier erobert, den Pete entrissen. Jetzt haben sie den Handel aufgebaut. Also der ist ja jetzt relativ neu bei denen, der Handel. Bei Minute 50 ist das ein bisschen spät für meinen Geschmack. Ja, und Pete, der tut halt den Roten runtergrinden in der Zeit, verliert aber trotzdem, also ne, kämpft gegen beide, ja, wie man sieht, verliert aber trotzdem, also die spielen halt jeder 1 gegen 2, das ist halt falsch, das ist falsch. Ihr müsst 2 gegen 2 machen, wenn euch 4 angreifen, dann müsst ihr eine temporäre, lokale Überlegenheit generieren. Und das geht nicht, wenn ihr 1 gegen 2 spielt, unten und oben. Ihr müsst zu zweit unten hingehen und dann zu zweit oben hingehen, im Wechsel. Der verliert hier auch, aber der verliert halt langsamer und bis dahin kann ja alles Mögliche passieren, ne? Aber so funktioniert das nicht. Genau, es wird halt wie gesagt an beiden Seiten gegrindet. An der Stelle ist halt die Frage, ob sich jetzt lohnen würde für eins der unseren Teams, also unser Team oder das untere, jetzt mit dem Pete-Team zu sprechen und zu fragen, ob die Allianzen wieder shiften sollen. Für uns ist das natürlich alle unattraktiv, also warum immer wieder umschiften die Allianz? Wir werden hier gerade unglaublich stark während dieser Angriffe, ne? Also wir haben hier diese Handelsroute am Laufen, ja? Ich habe Arbeiter extra aufgelöst, deshalb löst noch mehr auf und gleich, wie gesagt, löse ich auch die Schiffe auf. Habe ich schon gemacht zum Teil, ne? Und mache jetzt die Einzäunung hier. Also für uns lohnt es einfach nicht, die Allianz jetzt zu wechseln. Wenn der Krieg so weitergeht, wie er derzeit läuft, dann wieder drei. Also wenn der so weiterläuft, wie er derzeit läuft, der Krieg, schön, dann werden wir halt stärker und alle anderen werden im Vergleich schwächer. Also warum sollten wir die Allianz wechseln? Das macht keinen Sinn. Außerdem würden wir dann im besten Fall nur die da unten auslöschen, hätten danach einen spielerisch stärkeren Gegner am Hals. Ja, also das ist, für uns ist das perfekte Szenario im Moment. Besser geht's einfach nicht. Reparatur, Reparatur! Reparatur ist echt eine sinnvolle Sache in dem Spiel, kann ich nur sagen. Hämmer, Hämmer, Hämmer. Er kriegt dann nicht tot, die Belagerungsmaschine so. Mit Pfeilen sowieso nicht ganz nebenbei. Ach, die Defense von dem Ding.
schon gut die Reichweite, die das Ding hat. Und jetzt kann ich mit denen einfach den Rest einreißen. So, ich glaube, Dings war jetzt hier reingegangen raiden, ne? Genau, Wärme ist jetzt rein und holt jetzt den Handel von denen weg. Und guck mal hier, der Götzfrei, auf den gerade drauf bin, der hätte keine Ressourcen mehr. Der ist jetzt komplett ausgeblutet hierbei. Und jetzt verliert er halt seinen Handel. Und ohne den kann er natürlich nichts mehr aufbauen. Also dadurch, dass wir jetzt hier durch sind und er die Reserve weg hat, ist jetzt im Prinzip das Team im Norden hat's jetzt verloren, ne? Pete hat noch Reserven, aber guckt euch das mal an. Die gehen auch komplett zur Neige. Ja, also da kommt ja nichts Neues rein. Also der macht jetzt gleich auch Pete seine Dings kaputt oder so, hoffe ich zumindest. Kannst du mal bitte Pizza der Karawanen kaputt machen? Hallo? Danke. Ne? Also der geht jetzt auch auf dem Zahnfleisch. Also es war jetzt ein klassischer Krieg, wo die ausgeblutet sind. Hier sind die Ressourcen von denen da unten. Ja, die haben dabei auch ganz hart geblutet. Ne? Reserven sind, bei dem Walter White sind Reserven über. Wie sind die Reserven bei uns? Wärme. Ja, also Wärmels Kassen sind voll, ja? Voll. Absolut voll. Und meine wahrscheinlich auch. Wo bin ich denn da? Ja, und meine sind auch recht voll noch, ne? Also, wie ich gesagt habe, also während dieses Kriegs haben wir einfach unsere Wirtschaft im Laufen gehabt. Und dann läuft das. Zwischendurch habe ich trotzdem noch hier Defense und alles gebaut, alle Techs gemacht, Produktionsanlagen. Weil wir haben jetzt hier gesagt, auch Wärmel hat gebaut, dass wir halt das Weltwunder hier in die Ecke gleich stellen wollen, ne? Mauern gehen gleich nochmal hoch und alles. Wir haben wirklich gesagt, dass wenn die jetzt tot sind, dann wollen wir ein Weltwunder haben, was abgesichert ist. Und wenn wir dann 1 gegen 1 gehen, die da unten kämpfen, haben wir dann das Weltwunder in der Backline, was noch gesichert ist, ticken. Das war die Strategie. Ist übrigens deswegen auch gut, dass hier oben ein Wahrzeichen steht, weil die wissen das vielleicht gar nicht, dass wenn die zum Weltwunder wollen, die haben die Wahl, das Weltwunder zu machen oder alle Wahrzeichen auszulöschen. Und alle unsere Wahrzeichen, bis auf das eine, steht da oben. Das heißt, wenn die alle beiden Basen auf dem Hinweg auslöschen, müssen die das Wahrzeichen erstmal finden und noch auslöschen. Ne? Und da steht das da, glaube ich, ganz gut, auch wenn es natürlich bessere Positionen gibt. So, denen ist rausgegangen, weil Wärmel hat halt das Einkommen von denen vernichtet und die Kriege haben die halt bankrott gemacht. Und von daher haben die keine Perspektive mehr gesehen, was ja auch stimmt. Und jetzt ist 1 gegen 1. Ne? Süden gegen Norden, nur hat der Norden eben mehr Geld. Das erinnert mich an irgendwas. Egal. Nord gegen Süd. Los geht's. Inzwischen, wie gesagt, die Mauer habe ich komplett durchgebaut bis unten, ne? Damit das einfach hier alles sicher ist. Da kam ich noch nicht hin. So, jetzt habe ich vom Wärme Steine erhalten, weil ich so wenig Steine hatte. Und da geht es halt darum, dass ich das Weltwunder gleich bauen kann. Ich im Marktplatz das mit super vielen Kosten einhandeln muss. Und jetzt halt die Frage, wer baut zuerst das Weltwunder? Das war zumindest meine Überlegung zu dem Zeitpunkt. Man braucht halt 6000 von der Alm, ne? Zack, da habe ich es. Jetzt könnte ich halt das Weltwunder bauen. Die Arbeiter sind im Grunde genommen auch schon bereit. Hier unten ist das Ding. Und jetzt geht's halt los. Wer baut das Weltwunder zuerst und wer kann es dann eben auch entsprechend verteidigen? Also es muss ja nur eine Sekunde von einem Team früher gebaut werden zum Gewinnen. Und Walter White macht es gerade. Wo ist es denn? Ich dachte, er hat es unten irgendwo gebaut. Da oben. Kinders, wo hat das denn hingebaut? Weiße Turm. Hallo? Braucht man da normalerweise in die Ecke? Denkt ihr, ich sehe das gerade auf der Map? Are you kidding me? Muss doch gelb sein, oder? Sekunde. Da ist es. Ne? Also bei der Errichtung. Tatsächlich hätte ich tatsächlich es auch errichten können zu dem Zeitpunkt noch, mein Weltwunder. Die Frage ist halt, wer schneller auch hochzieht offensichtlich, ne? Und wenn er es jetzt dahin baut und ich habe halt, der macht mit 10 Arbeiter, ich mache meins mit 20 direkt vor Ort, dann haben wir unseres vorher fertig. Auf der anderen Seite, wenn ihr mal drüber nachdenkt, ist eigentlich genau das der Fehler, jetzt ein Weltwunder zu bauen, ja? Ist genau der falsche Move. Wir wollen es auch machen, ne? Und da sind wir da auch nicht geschützt vor Dummheit, aber es ist genau der falsche Move. Warum? Wenn ihr das Weltwunder baut, tut ihr alle Ressourcen, die ihr noch habt, für den nächsten großen Krieg investieren, ja? Das kostet ein absolutes Vermögen. So. Er hat hier 1000 Sachen gequeued und noch Reserven über, deswegen denkt er, das geht, aber es geht halt nicht. Weil ihm fehlen natürlich jetzt die Weltwunder-Ressourcen. Und was wir jetzt machen müssen, ist im Grunde genommen einfach nur das Ding erobern. Ja, hat Wärmel sehr richtig erkannt, er meinte, ist doch egal, dass wir das Weltwunder bauen. Wir gehen jetzt hier die geweihte Stätte erobern und haben 5 Minuten vor denen den Sieg. Punkt um. Jetzt muss allerdings aufpassen, das Weltwunder ist noch nicht fertig. Jetzt ganz kurz, an der Stelle machen alle Fehler. Und zwar, das Ding ist noch nicht fertig. Wenn es jetzt abreißt, kriegt er einen Großteil seiner Ressourcen wieder. Er sieht, dass wir gerade die heilige Stätte in der Mitte erobern. Das ist ja sichtbar, wenn das erobert wird. Das heißt, er weiß, wenn er es fertig baut, dass es einen Krieg zwischen uns beiden in der Mitte geben wird, wo sie unendlich viele Ressourcen weniger haben und wir trotzdem früher gewinnen.
Ich halte es für einen massiven Fehler, unter den Bedingungen das Weltwunder fertig zu bauen. Obwohl wir es, wie gesagt, auch vorhatten. Ne? Von daher sind wir nicht ausgenommen von dem Fehler. Aber es ist natürlich, wenn du darüber nachdenkst, absolut falsch, das zu machen. Ne? Also, die hätten einfach nur einen Abnutzungskrieg mit dem Weltwunder Ressourcen machen sollen, um die heilige Stätte. Irgendwann hätte sich einer auf Null gegrindet und dann wäre das eben fertig geworden. Und dann hätte man das eben behalten, die heilige Stätte. Und da, glaube ich, war das ein riesengroßer Fehler. Jetzt kann man argumentieren, die haben vielleicht gedacht, dass sie wirtschaftlich besser dastehen als sie. Ich weiß es nicht. Walter White hat aber mehr Punkte als alle anderen. Ja, also von daher gibt es keinen Grund für die zu sagen. Ne? Also wir haben 28.000 Punkte und die haben 30.000 Punkte. Ja, also die sind minimal vor uns. Also die hatten keinen Grund anzunehmen, dass wir bessere Lagerbestände hatten als die. Ne? Da gab es keinen Grund, das anzunehmen, nicht den geringsten. Und damit haben sie sich damit ins Ausboxiert natürlich jetzt. Also jetzt laufen natürlich nonstop die Kämpfe zwischen unseren Teams und dann gewinnt der, der mehr im Lager hatte. Und weil wir kein Weltwunder gebaut haben, ne, unser Sieg geht schneller und kostet nichts, haben wir natürlich mehr im Lager. Das heißt, die müssen jetzt mehr im Lager haben und die müssen die Kämpfe jetzt gewinnen in nächster Zeit. Zwei Bedingungen, die einfach unnötig riskant waren. Vielleicht hat trotzdem, wer die Frage, wer besser kämpft, keine Frage. Das werden wir jetzt sehen. Aber in aller Regel kämpft der besser, der mehr im Lager hat. Wir haben schon eine Lücke, dann ist natürlich fies, dass sie da durch wollten, aber wird direkt von Wärmel gestopft, das Ganze. Ah, da kommen wir gerade nicht dran. Ich komme jetzt vom Norden mit meiner Armee, ich habe immer noch den Belagerungsblock und feite mich da durch. Und die werden jetzt hier, also die werden da nicht alt. Micro das aber nicht richtig, wie ihr seht hier. Der aber auch nicht, der hätte ja den Knubbel da töten können. Er wollte da hinten drauf, kann auch gern machen, aber da hat er ja weniger Güte als hier. Ihr habt Bogenschützen dabei, weil ich diese Pfeilsalve habe hier, ne, mich freigeschaltet. Das ist natürlich gegen Gepanzert nicht unbedingt optimal, aber gegen Fernkampf geht es ganz gut. Oder wenn halt Reiter reinkommen, die Belagerungsmaschinen niederreiten wollen, ne? Scouts oder Reiter. Gegen Ritter natürlich nicht, ne? Wisst ihr halt nie, was der Gegner so ein bisschen hat. So, unsere Armeen sammeln sich gerade hier. Also hier ist der große Krieg am Laufen, im Zentrum, wie ihr seht. Wir haben ihre Armeen da, wir haben unsere Armeen hier. Ja, und jetzt knallt das hier natürlich ein bisschen. Ja, die Belagerungsmaschinen, da habe ich nicht gut gemicrot, ich weiß nicht, ob ich da angeklickt habe. Die kommen auch. Also jedenfalls haben sie sehr wenig Belagerung dabei. Und das ist, glaube ich, immer noch der Key, Belagerung zu haben. Also eine Mangel, die ununterbrochen da reinschießt, da geht ja durch die Rüstung, die Mangelschüsse. Das kann man nicht ignorieren. Auf der anderen Seite sind es jetzt zu viele Ritter gewesen, sind da durch. Ich hatte einfach keinen Blocker, ich hatte nur ein paar Bogenschützen da vor Ort. Und das ist für mich jetzt extrem teuer, ne? Also mein Kampf läuft sicher nicht gut. Was hat der denn Wärme gemacht in der Zeit? Genau. Der hat Strelitzen gebaut. Okay, und Armbrüste. Warum hast du denn Armbrüste gebaut? Also wenn, dann nur Strelitzen und sonst fehlt uns da die Ritterarmee. Ja, also mein Block wurde jetzt ausgelöscht, weil Wärme sich für eine eigene Infanteriearmee entschieden hat, okay. Also eine Ritterarmee, die kurzfristig das Loch gestopft hätte, bei den Belagerungsmaschinen hier nicht verrecken, wäre mir lieber gewesen, ehrlich gesagt. Egal, so währenddessen haben wir trotzdem hier in der Mitte die Defense aufgebaut. Wir haben beide Burgen gebaut, Türme, Burgen, alles, ne. Weil wir gewinnen, wenn der Punkt nicht erobert wird. Und ich habe meine Verstärkung hier oben hingebracht, was vielleicht noch ein anderer Teil Grunderklärung war, warum wir da unten den Kampf verloren haben. Also alle meine Waffensysteme gehen hier oben hin, ja. Und ich habe die auf Short Range ein bisschen ausgebildet, um den Punkt zu verteidigen. Wir gewinnen ja, wenn wir den Punkt halten. Und ne, wir haben ja 5 Minuten vor dem Sieg mit dem Punkt. Und von daher gibt es mir eigentlich keinen Grund, da unten zu fighten. Wir haben halt gesagt, dass wir trotzdem da unten fighten, wenn ich mich richtig erinnere. Einfach um Druck aufrechtzuerhalten. Das kann er gerne machen. 1 gegen 2 wird er zwar verlieren, oder sollte er normal verlieren, auch wenn es nicht so aussieht im Moment. Aber sagen wir mal so. Er tauscht ja jetzt nur Ressourcen ein, das Spiel ist ja gleich gewonnen, ne? Und er hat ja die Ressourcen unendlich auf dem Konto. Also von daher tauscht er jetzt eigentlich Ressourcen gegen Zeit, auch wenn er Kämpfe höchstwahrscheinlich verlieren sollte gegen zwei. Da die Piecemeal in die Strelitzen reinlaufen, verliert er nicht mal die Kämpfe. Aber das ist ja jetzt denen geschuldet, dass die ihre Armee nicht sammeln. Er sieht es aber gerade mit den Rittern. Hätte ich auch da runtergehen können, um zu helfen, dass sie hier unten kämpfen? Ja klar, hätten wir das auch machen können. Aber die Gefahr, dass hier ein Sneaky Attack durchgeht, dass irgendwie, keine Ahnung, 50 Ritter sich hier reinstellen mit V-Taste sich töten lassen und das neutralisieren, dann haben wir halt verloren, weil wir dann das Weltwunder nicht mehr kommen, ne? Die müssen jetzt hier nur neutralisieren, das Ding. Ja, und das posiert ja, glaube ich, auch, wenn der draufsteht. Also die müssen ja nur ihre Ritter draufstellen oder irgendwas, hier durchreiten und dann einfach ein paar Minuten gewinnen. 2-3 Minuten Unterschied waren, glaube ich, nur, weil das Weltwunder, also ich weiß nicht genau, was der Timer war, aber es waren nur 2-3 Minuten Unterschied, glaube ich, zu erinnern. Ne? Und das wollte ich nicht eingehen, das Risiko. Dann schicke ich trotzdem die Armee runter, weil ich auch greedy werde, aber eigentlich, ich tue gleich wieder umstellen, dass da die Verteidiger sind. Also die einzige Möglichkeit für uns das Spiel zu verlieren ist im Moment, wenn ich meine Soldaten oder wenn wir unsere Soldaten hier unten kämpfen lassen. Das ist die einzige Möglichkeit für uns das Spiel zu verlieren noch. So simpel ist das. Und von daher glaube ich, dass zumindest ich hätte oben bleiben sollen. Das hätte wahrscheinlich ausgereicht. Also ne, Wärme da einfach sterben lassen. Und es ist ja auch nicht verkehrt, wenn er da stirbt. Also wie gesagt, der tauscht sein Lager gegen Zeit und das ist diese eine Ressource, Zeit, die die Gegner nicht mehr haben. Und da ist das schon richtig, was er da macht.
Aber ich dazu gehe, ist nicht richtig. Man merkt schon, dass ich der Einzige bin mit Belagerungsmaschinen. Ich verstehe das halt nicht, warum alle Spieler, aber auch Pete eben, ne, der kennt das ja eigentlich besser, auf Belagerungsmaschinen verzichten. Also eine Bombarde und dann in einer Feldschlacht auch noch. Ne? Das erschließt sich mir halt nicht. Da müssen Mangen dazu. Mangen machen Flächenschaden und das sind Flächenkämpfe. Da ist irgendwie Wegfindung. Endlich kommt wieder die Ritterarmee. Da sieht man es halt, ne? Wenn die Ritter da sind, dann überleben die Belagerungsmaschinen. Und da halte ich es sehr für wichtig, dass er eben keine Bodenarmee baut. Zumindest die Armbrust hätte ich gerne gesehen, dass er sich holt. Und wenn er Strelitzen hat oder Armbrust oder irgendwas, das zumindest zu meinem Block stellt, ne? Dass wenn jemand durchgeht, dass die dir halt das abknallen. Aber nicht, dass sie ihr eigenes Ding drehen. Trotzdem, ne? Hat er schön verteidigt das ganze Spiel über. Da oben blinkt es. Da wird eine Flanke gelaufen. Keine Ahnung, was er genau da oben wollte. Vielleicht Alternativwege finden oder so. Oder einfach den Handel von uns raiden. Könnte ich euch nicht sagen. Ja, aber wie gesagt, hier ist ja alles sicher. Also, genau. Wahrscheinlich könnte man sogar jetzt noch mit dem Relikt holen und sich einfach hier vorne hinter die Mauer stellen, also wenn die um die Ecke hier kommen, dass man von hier den Heiligen links anmacht, ne? Das bekehren, um es noch sicherer zu machen. Ja, wir haben schon ein bisschen Ressourcen angesammelt in dem Spiel, aber eben hauptsächlich, weil wir eben das einzige Team waren, was kontinuierlich Handel am Laufen hatte. Halt immer noch für Wahnsinn, sowas mit keinem oder Handel bei Minute 50 erst zu spielen, halte ich für absolut Wahnsinn. So, oh, der hat jetzt auch Handel angemacht. Kämpfe laufen noch. Ausbauten laufen auch, wie man sieht. Türme kommen dazu. So ein Dunkelwaldkampf ist echt angenehm. Jetzt kommen endlich die Belagerungsmaschinen, aber muss man halt auch sagen, ne, die kommen jetzt bei Stunde 10. Jetzt kommen sie mehr und mehr. Das ist sicher irgendwann mal drauf reagiert, aber nach einer Stunde 10 ist das vielleicht ein bisschen spät. Also Belagerungsmaschinen könnt ihr im dritten Zeitalter bauen, ja? Also keine Ahnung, Minute 15 meinetwegen. So, die haben jetzt gesehen, dass sie ein Zeitproblem haben und dann, ne, schön erkannt und nimmt jetzt nicht die Route einfach in den Massenvölkerkampf da, sondern reitet jetzt einfach hier oben rum, weil da eine Lücke ist, das war ihre Partisanen nichts mit dem Hut. Ne, er will jetzt einfach zu der Heiligen Stätte gehen. Er weiß wahrscheinlich noch nichts von den Burgen und ich baue jetzt hier Kanonen, also diese kleinen Ribaldo Queens. Und da geht's jetzt gleich los. Da kommen sie. Angriff! Schon heldenhaft. Eng die Gasse. Was übrigens bei den Waffen nicht wusste ist, ihr müsst die aufstellen und schießen die nicht. Und da schießt jetzt die Hälfte von denen nicht. Da war ich auch leicht überrascht, muss ich sagen. Ja, die sind wirklich scheiße, die Dinger. Die brauchen harten Waffen, wenn ihr mich fragt. Aber wir hatten dann doch genug davon mit den Burgen. Aber das, was ich meinte, also ne, hätten wir jetzt nicht die Burgen da gehabt oder vielleicht die Truppen in der Mitte, aber ich glaube, die Burgen haben schon gereicht. Da hätte er sich jetzt da drauf gestellt und hätten wir das Spiel durch Weltwunder gewonnen. Und so gewinnen wir das durch Heiligen Sieg jetzt jede Sekunde. Jo, das war die Runde. Also L Random hat auf jeden Fall sehr viele Random-Faktoren. Wie verbünden sich die Gegner gegen euch, obwohl das wirklich strategische Diplomatiefaktoren sind? Wie ist eure Anfangsbedingung? Steht jetzt einer neben euch auf einmal? Ne? Oder wo habt ihr euch am Anfang hingestellt? Da ist viel, was ihr entscheiden könnt, aber auch viel Random natürlich drin, keine Frage. Auch könnt ihr die Nationen spielen, das ist eine Late-Game-Nation, bla bla bla, da ist ja viel drin, wie sind Nationen, Kombinationen. Denkt dran, wir hatten letztens ein Spiel, da waren wir Doppel-Mongole, das ist sicher nicht geil. Ja, also es macht trotzdem Spaß und ich habe jetzt, glaube ich, von den letzten 5 All-Randoms 4 gewonnen. Nicht, weil ich irgendwie gut spiele, um Gottes Willen. Ich glaube wirklich nur, weil ich eben eher über den strategischen Aspekt nachdenke, als eben wirklich mich auf Kämpfe oder Wirtschaft oder irgendwie Klicks konzentriere. Und ich denke, dass das große Einfluss auf alles haben kann. Deswegen macht der Spiel, das heißt All Random, aber es hat halt einen strategischen Faktor. Macht mir tatsächlich Spaß, mehr als das Standardspiel im Moment. Ich finde es schön, aber ich kann das trotzdem nicht jeden Tag spielen. Also wenn ihr mich zwingt, das zu spielen, dann kommt das aufs Video und fertig. Das ist dann einfach so. So, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei und ich bin weg für heute. Ciao, ciao.